Ja, dann will ich doch gleich mal durchstarten am heutigen Tag. Freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder zahlreich direkt zum ersten Live-Event hier zusammenkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Event. Ja, den Live-Event, den wir ja auch hier im letzten Jahr, im Vorjahr nun auch mal wieder pflegten, in aller Würdigkeit im Rahmen dessen, dass wir hier sozusagen den Blick über die Schulter erlauben. Wir haben ja hier immer Gäste in der Regel, die sich sozusagen darstellen, um zu zeigen, wie sie an dem Markt vorgehen. Zum heutigen Jahresauftakt werde ich dem Ganzen mal Vorlieb nehmen und möchte euch hier ein bisschen in die Welt der Heike-Naschi-Kerzen in Form der Analyse dieser Kerzen, auch das Rainbow-Trading möchte ich euch da ein Stück weit näher bringen und darum soll es dann praktisch heute gehen. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, dass ihr es geschafft habt, dass ihr online seid. An dieser Stelle für alle die, die es noch nicht mitgeteilt bekommen haben, von mir nochmal ein gesundes neues. Erfolgreiches Handelsjahr auf jeden Fall mit allem, was ihr euch wünscht, was ihr braucht. Gesundheit ganz wichtig. Und jetzt schauen wir mal, was uns die Märkte denn da heute sozusagen darbieten können, was sie uns sozusagen bescheren. Und alles Weitere wird sich ja ohnehin zeigen. So, wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann bitte nicht scheuen, einfach kurzerhand im Chat reinschreiben. Nutzt auch gern die Chatfunktion, sodass ihr hier jederzeit mit mir in den Kontakt treten könnt. Das macht natürlich dann Sinn am Ende des Tages, so dass man sich hier auch sauber kurzschließt. Auch wenn ihr Fragen habt, gilt natürlich das Gleiche. So, Steffen, Martha, Christine, der Lars, Roman, alle sagen einen schönen guten Morgen und dass alles online ist, freut mich auf jeden Fall. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon eine Trading-Idee laufen. Auch das kann gern hier gepostet werden im Chat. Und dann nehmen wir das mal auseinander. So, ich, wie gesagt, führe euch mal ein Stück weit dann durch die Märkte. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, immer nur zu. Wie wollen wir beginnen? Wollen wir ein Stück weit Theorie reinbringen oder wollen wir gleich on the market gehen? Da auch mal bitte in den Chat eure Anregungen bringen. So, während ich warte, auch nochmal hier der Hinweis, ihr seht es ja schon, die Startseite direkt seit dem Opening. Wir sind bei euch hier mit euch am Markt aktiv, Just Fair and Direct, JFD Brokers, schon von Beginn an die Instanz für Trader und das, was uns hier seit Jahren groß macht, dass wir hier keine Spielchen treiben und eben hier im Rahmen von Liquiditätsanbietern echtes, faires, transparentes Trading darbieten. So, genau, da kommen schon die ersten Anregungen. Ein Heike Naschi Workshop inklusive Rainbow habe ich auch nochmal auf der Agenda. Das will ich auf jeden Fall auch wieder mal bringen. Das gleich mal als Anregung, dass das auf jeden Fall wieder kommen wird. Gut, so, ich habe schon einen kleinen Trade laufen. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass ich das jetzt hier vor 9 mache, aber es bot sich auf. Lasst uns dann gleich mal in den Markt einsteigen, liebe Leute. Ich analysiere gern mit Guidance, nutze jetzt hier gerade noch das alte Chart-Widget, kann aber auch ein neues sozusagen hier adaptieren, beziehungsweise man sollte sich auch darauf einstellen, mit dem neuen zu arbeiten, weil früher oder später wird das alte abgeschaltet. Ich habe jetzt hier die alten Verbindungen, die ganzen sozusagen Verknüpfungen noch nicht umgestellt. Deswegen verzeiht es mir hier, dass ich noch die alte Version nutze, aber de facto ja kaum ein Unterschied. Ansonsten natürlich, wir bei JFD hier mit der Handelsplattform MetaTrader gesegnet. Ich schieb's gleich mal rein. Und das ist praktisch natürlich auch das Tool, mit dem ich am Markt selber agiere. Hatte ja auch schon in der Beschreibung sozusagen angekündigt, dass ich den MetaTrader beziehungsweise hier auch Tools nutze, wie eben die Heike Naschi Kerzen, wie auch die Währungsstärke. Und ja, genau, das sind die Tools, mit denen ich mich am Markt bewege. Aber natürlich das Rainbow Trading ist ja etwas, was auch unser Gründer, unser CEO Lars Gottwick, inklusive des Buchs übrigens an dieser Stelle, hier hat groß gemacht und ich bin früher auch mit den multiplen gleitenden Durchschnitten sozusagen in den Markt gehuscht und genau das ist es, was sich hier auch im MetaTrader sehr, sehr schön umsetzen lässt. Dazu zeige ich euch, wie gesagt, hier Step by Step, wie man mit den Heike-Naschi-Kerzen und dem Rainbow-Prinzip auch vorgeht. Ottmar, auch da, Servus, grüß dich, Rainer. Die Strategie, zuerst ein bisschen Theorie, Josef, alles klar. Der Workshop als solcher, wie gesagt, die Theorie dürfte hier mindestens eine Stunde in Anspruch nehmen, sodass wir dies jetzt heute wohl schwerlich einbauen. Aber wir werden ein Stück weit mixen, je nachdem, was der Markt sozusagen darbietet. Ansonsten rein, fein, weiter in die Runde. Ich sehe schon hier Euro-US-Dollar-Analyse, der hat gestern hier ein ganz wichtiges Level geknackt.
Nebenbei, ich zeige euch mal den Trade, der hier auch schon läuft. Im M15 kommt aber jetzt gerade nicht so recht in Schwung. Das ist praktisch das Euro gegen, oder das Euro, was sage ich, der Euro gegenüber dem britischen Pfund mit diesem Ausbruch. Da hatte ich heute Morgen beziehungsweise in den letzten Handelsminuten schon mal abgedrückt, um hier diesen Ausbruch zu kammern. Vor 9 immer hier ein Stück weit auch Vorsicht walten lassen am FX-Markt, denn es ist ganz klar so, dass der Markt hier gerade vor dem Opening immer wieder ein Stück weit, ja, fluktuativ in die ein oder andere Richtung spiked. Das ist der Erfahrungswert aus den letzten Jahren. Zum Xetra-Opening letztlich 9 Uhr wird der Markt sozusagen immer noch ein Stück weit geschüttelt, obgleich natürlich auch die Londoner Time, Greenwich Mean Time für den Forex-Markt ganz entscheidend ist. Also das auf jeden Fall merken, liebe Leute. Die Handelszeiten am Forex-Markt sind ja sowieso ein Stück weit, ja, man will sagen, fast schon nicht gewollt, geradlinig. Es gibt keinen festen Handelsplatz. Das heißt, man muss sich je nach Zeitzone sozusagen umorientieren. Aber es gibt natürlich die Londoner Zeit und die Londoner City als Finanzzentrum ist natürlich hier tatsächlich ein Marktplatz, der mehr oder weniger auch ein Stück weit als Grundlage des Forex-Marktes gesehen werden kann. Und ja, die Greenwich Mean Time ist praktisch die Zeitzone, die sich hier am englischen Londoner Markt sozusagen orientiert. Und das ist sozusagen eine Stunde vor uns gegenwärtig. Und da ist es eben auch so, wenn es da 8 Uhr losgeht, dann ist es hier bei uns jetzt dann 9 Uhr. Und da muss man dann einfach auch sehen, dass da durchaus hier Liquiditätsschübe aufkommen. Interessant heute ist hier, dass wir den Euro eben jetzt just in einer absoluten Schwäche sehen, aber das Pfund auch dermaßen schwach herkommt. Ihr wisst, die Brexit-Verhandlungen sind ja ein Riesenthema, bleiben ein Riesenthema. Wir warten mal ab, wie das Euro oder der Euro gegenüber dem britischen Pfund sich noch entwickelt. De facto das britische Pfund hier im Währungsstärkerahmen während der kompletten Asia-Session, um das mal zu erklären, hier haben wir rechts die Währungsstärke 4 Stunden, 10, 4 Stunden, 1 Stunde, 10 Minuten und hier haben wir nochmal so einen Overview der Top 28 FX-Pairs, die ich gern covere. Und im Einklang dieser Währungsstärke sieht man praktisch hier sehr schön, dass der Markt oder wie der Markt ausschlägt. Und das sind letztlich hier Tendenzen. Das hier oben speist sich übrigens nicht aus der Währungsstärke, sondern ist ein Indikatorenmix. Und dieser stellt im Grunde genommen dar, wie die Trendbewegungen sind. Interessant für mich, was praktisch rot 75 ist oder über, in dem Fall rot unter 75 oder grün über 75. Das sind sehr trendige Märkte. Und das sind Märkte, die mich als Trend-Trader ja sozusagen interessieren. Ich habe auch hier durchaus Ausbruchsstrategien, aber als Trend-Trader forciere ich, wie gesagt, den Rainbow. Und der sieht hier beim Euro gegenüber dem britischen Pfund auf verschiedenen Timeframes sehr, sehr schön aus. Wir haben hier beim Euro gegenüber dem britischen Pfund auch die Asia-Session schon verlassen. Ich sprach ja gerade von den verschiedenen Zeitzonen. Die Asia-Session letztlich hier mit 26 Pips beseelt und da kam eben heute Morgen dann schon der Ausbruch und mit dem Close sozusagen, mit dem sich andeutenden Close bin ich rein in die Position und es ist sicherlich etwas mutig, hier ein neues Tageshoch zu kaufen, aber darum geht es ja gerade im Momentum und darum geht es auch bei den Heike-Naschi-Kerzen, die sich aber im Übrigen auch schon hier im Vorfeld etwas bullischer präsentierten, bullische Heike-Naschi-Kerzen in dem Fall hier weiß, bärische Heike-Naschi-Kerzen rot. Und das ist im Prinzip das ganz Simple an dieser Geschichte, dass man hier sozusagen ganz klare Selektionen hat zwischen bullischen und bärischen Kerzen. Da gibt es kein Wenn und oder Aber. Und man hat auch hier die Tendenzen von neutralen Kerzen. Das sind diese Art Dojis hier. Ja, da ist hier die rote Kerze sehr schön zu sehen, der Doji. Hier haben wir eine ganze Reihe Dojis. Das sind halt die Kerzen, wo der Körper in der Mitte relativ klein daherkommt und die Lunte und der Docht sozusagen sich relativ stark zeigen. Das hier könnte übrigens auch eine Art Doji werden. Wenn der jetzt sozusagen in den nächsten 4 Minuten, wenn wir dann 9 Uhr haben, sozusagen schließt, ist eine gewisse Unsicherheitskerze und stellt sozusagen diesen bullischen Flow, den wir hier erstmal gesehen haben, ein Stück weit in Frage. Aber der Rainbow, das Momentum, deutet durchaus weitere Hochs an. Auch wenn er, wie gesagt, jetzt rumstockelt, jetzt warten wir mal ab, wie das weitere Geschehen ist. Die Schwäche rührt im Grunde genommen aufgrund der jüngsten Euro-Schwäche her. Und da bat ja auch gerade der Rainer Wars um eine Analyse beim Euro-US-Dollar, den ich sozusagen hier auch im Fokus habe. Da sehen wir es gerade, wie er denn hier runterspuckt. Machen wir den Chart ein bisschen kleiner, gehen ein Stück weit rein.
So, und da sehen wir hier, es gab ja gestern starkes Momentum. Da ging es auch wieder um die Spekulation, die hier sozusagen die Zinssenkungsfantasie in den USA wieder ein Stück weit antrieben, beziehungsweise vielmehr das Zinssteigerungspotenzial wurde ja an dieser Stelle wieder mal revidiert, beziehungsweise sind es nur noch zwei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr. Es waren mal drei, es waren auch noch mal vier mehr, und da eben, wie gesagt, ich will nicht sagen, scheiden sich die Geister, aber das ist eben die wilde Spekulation. Überdies natürlich die Wirtschaftsabschwächung und dergleichen, die hier im Raum stehen. Die haben den Euro aber letztlich gestern hier signifikant nach oben gehebelt. Das kam auch gestern zum JFD-Devisenradar im Übrigen zum Vorschein. Da hat der Euro wirklich einen sauberen Satz nach oben gemacht und hat sich jetzt hier über die Asia-Session letztlich auskonsolidiert. Was interessant ist, und das werden wir uns jetzt gleich mal im Tagesschart anschauen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar hier am Vortageshoch heute ein Stück weit hängen geblieben ist, ja. Vortageshoch ist praktisch hier diese türkise Linie, will ich sagen. Ja, die nähert sich hier aus dem Hoch vom Nachmittag. Und da muss man jetzt mal sehen, ob er darüber spuckt. Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar das macht, dann hat er auch im Prinzip eine interessante Zone überwunden, die wir uns jetzt im Tagesschart gleich mal anschauen werden. Andreas, kein Wunder, wir sind ja auch mitten in der Resistenzzone beim Euro-US-Dollar. Ja, okay. Gekauft, das ist definitiv spannend, weil, gehen wir hier mal rein, da ist Euro-US-Dollar im Tagesschart. So, Euro-US-Dollar ja hier ein bisschen, ja, wie will man sagen, ein biestiges Wesen durchaus. Wir haben hier große Seitwärtsphasen gesehen im letzten Jahr. Zum Herbst wurde es dann ein Stück weit, sag ich mal, volatiler und auch im Rahmen des vorherrschenden Abwärtstrends, der hier letztlich im Frühjahr begonnen hat mit Auflösung dieser Marke hier von 1,2230, herrliches Verkaufssignal übrigens, wurde der Euro-US-Dollar sozusagen nach unten gedrückt und setzte sozusagen zyklisch seine Schwäche fort. Gab hier dann aber eine Seitwärtsphase nach der Schwäche vom Herbst, und jetzt rennt er eben nach oben. Hier ist die starke Handelskerze von gestern, also stark dahingehend, dass sie wirklich relativ großes Format hat. Messen wir die Kerze direkt mal aus. Das waren hier dann doch mal wieder über 100 Pips. Das ist beim Euro-US-Dollar in der Vergangenheit nicht die Regel gewesen, obgleich die Volatilität wieder ein Stück weit zugenommen hat. Das freut ja den Anleger, denn die Phasen von 30 Pips oder einer 30-Pip-Range braucht man natürlich nicht. So, jetzt sind wir aber an diesem Level, die 1,1540. Das war eine Zone, die hier im Mai, Schrägstrich Juni, dann hier Ausbruch im August, auf jeden Fall interessant wurde, eine Price Action Zone. Dieser Ausbruch, dieser Fakeout nach unten und dieses Reversal, schönes V-Reversal übrigens, relativierte die Zone ein Stück weit. Hier gab es dann auch noch mal ein Tauziehen im Oktober um dieses Preislevel. Aber de facto ist es eine Zone, die ich hier für interessant halte. Sollte Euro-US-Dollar heute per Tagesschluss, und das hat er ja gestern schon bewiesen, über 1,1540, gestern ausgebrochen, heute sich hier über 1,1540 halten können, da stehen wir ja nun ganz genau, dann sind die Tendenzen mal gar nicht schlecht, dass wir in den nächsten Tagen auch einen weiteren Rückenwind verspüren und Euro-US-Dollar sozusagen hier schön nach oben getrieben wird. Also es kann hier ein schönes Momentum geben. Da haben wir übrigens auch gestern beim Devisenradar darüber gesprochen, dass solche Momentumbewegungen gerade am Devisenmarkt auch sehr, sehr schwungvoll und auch ein Stück weit dauerhaft ausfallen können. Man kann ja jetzt meinen, nach den letzten Handelstagen hier, oh je, der Euro-US-Dollar ist schon so viel gestiegen, hier vom Tief vom 3. Januar ausgehen, was haben wir da, 260 Pips knapp, dass man dann so sagt mit dem heutigen Tageshoch, hey, jetzt kann nicht mehr viel gehen, der muss doch mal runterkommen. Ja, ist schon mal am Forex-Markt völlig falsch, passieren kann hier alles, und da sollte man auch immer wieder ein Stück weit Ruhe bewahren, ein Stück weit sich sozusagen ja darauf vorbereiten, dass es hier durchaus Impulse geben kann, die den eigentlichen Ranges oder den eigentlichen, sage ich mal, Rahmenbedingungen hier entgegenwirken. Ja, also das heißt, Euro-US-Dollar könnte jetzt ohne weiteres, wenn er sich über 1,1540 stabilisiert, hier in Richtung 1,1730, 1,1750 ansteigen und die 1,18 vielleicht sogar touchieren. Hier oben haben wir definitiv einen schönen Widerstandsbereich, der dann hier durchaus interessant scheint. Man muss auch hier den Goldpreis betrachten, den hatte ich ja die Woche auch schon im Devisenradar gecovert. Hochinteressant im Rahmen dessen, dass der hier sehr bullisch daherkommt und sich jetzt auch weiter fortsetzen könnte nach oben. Das muss man auch mal engmaschig beobachten, wie es denn jetzt hier beim Goldpreis weitergeht. Ich hätte mir einen Rücksetzer gewünscht, der bis dato aber noch nicht kommt. Gehen wir mal kurz, Moment, dann machen wir erstmal den Chart hier sauber.
US-Dollar werden wir, wie gesagt, heute weiter im Fokus halten. Jetzt gucke ich mir den dann gleich mal Intraday an. Aktuell eine Seitwärtsgeschiebe. Ja, das holt mich jetzt noch nicht wirklich ab. Jetzt haben wir es nach 9 Uhr. Spuckt jetzt hier wieder ein Stück weit nach oben. Sehen wir jetzt hier auch schön die Asia-Range. Übrigens auch etwas, was ich immer gern betrachte. Das ist in dem Fall jetzt hier das orangefarbene Rechteck. Im Chart vom Euro-Britisch Pfund ist es hier das Grüne. Ja. Da haben wir die Situation, die Asia-Range ist tatsächlich etwas, die man als Indikation nutzen kann. Denn was ist im asiatischen Handel passiert? Ja, was haben die Asiaten gemacht? Gerade bei den Yen-Pairs sieht man da häufig Bewegungen, die relativ stark sind. Und beim Australdollar, Neuseeland-Dollar. Aber das beeinflusst natürlich auch durchaus hier die Währungspaare Euro-US-Dollar. Und ein neues Tageshoch außerhalb der Asia-Range, ein neues Tagestief, sind hier durchaus interessant. Und interessant ist, dass der Euro sich jetzt hier versucht zu stabilisieren beispielsweise. Insofern könnte man hier spekulativ auch im Rahmen der Stabilisierung über 1,1540 überlegen, hier sogar einen Swing Trade anzusetzen, der ja, darauf spekuliert, dass wir heute einen Tagesschluss über 1,1540 haben und sich das Ganze weiter fortsetzt. Der ein oder andere wird auch den Vektor sage ich jetzt schon, den Forex Bull kennen, den ich ja in den letzten Jahren immer häufig eingesetzt habe. Das wäre auf jeden Fall ein Tool, das ich heute gar auch gern gespielt hätte. Aber dieses Tool ist seit 2019 nur noch für den institutionellen Bereich, obgleich auch hier JFD Brokers natürlich den Zugang hat mit der Portfolio- und Investmentlizenz. Und insofern werde ich sehen, dass ich dieses Tool mir doch nochmals organisiere, um sozusagen natürlich hier auch on the market zu sein, wie es so schön heißt, und auch hier natürlich mit diesem Feature der Fuzzy-Vektor-Logik zu analysieren. Und diese hätte mir heute hier sicherlich auch ein paar Trade-Ideen serviert. Haben wir nicht, ist aber nicht schlimm, denn wir kommen auch so zurecht. Der Ottmar fragt gerade an der Stelle wegen dem Template. Dieses Template ist hier tatsächlich aus verschiedenen Bezahlservices erstellt worden. Was es gibt, das ist das Rainbow-Template. Das kann ich hier in jedem Falle sozusagen im Rahmen auch der Rainbow-Trading-Ausbildung ja, darstellen. Also wer hier Interesse hat an einem Rainbow-Seminar, an einem Online-Seminar, gerne auch mal Präsenzseminar, der soll doch bitte entweder hier reinschreiben, aber viel besser noch an den Support @jfdbrokers.de. Ja, wer da von euch Interesse hat, kann es machen. Da gibt es dann praktisch dieses Template on top und da kann man dann sozusagen auch im Rainbow-Sinne agieren. So, ich halte den Markt mal im Blick. Ansonsten jeder von euch bitte, auch wenn denn hier was passiert, nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben hier, wie gesagt, die Währungsstärke in verschiedenen Ausrichtungen. Währungsstärke, warum natürlich interessant für mich, weil ich mit dem Rainbow-Trading einen Trendfolgeansatz suche. Und dieser Trendfolgeansatz nähert sich im Prinzip durch viele gleitenden Durchschnitte, die aneinander separiert sind, zeige ich euch gleich auch nochmal in einem Slide. Und das Momentum hier bullisch nach oben gerichtet. Und das deutet darauf hin, dass, wie in der Physik, eine Masse, die einmal in Bewegung ist, neigt eher dazu, die Bewegung fortzusetzen, als umzukehren. Und genauso dieses Setup spiele ich hier. Im Rahmen dieses Momentums, das sehen wir eben auch hier im H4 zum Beispiel, positives Momentum. Im Daily haben wir hier auch ein sich auffächerndes positives Momentum. Das sind alles Sachen, wo ich sage, spannend, kann man im Fokus halten und jetzt im M15 eben auch mit neuem Tageshoch, mit Ausbruch über der Asia Range. Das ist sozusagen ein Sammelsurium an schönen Rahmenbedingungen, die hier dafür sprechen, dass das Währungspaar Euro-British Pound hier durchaus neue Hochs machen kann. Wir wissen es am Ende des Tages alle nicht. Der Rainbow verspricht aber hier positives Momentum auf verschiedenen Timeframes und die Heike-Naschi-Kerzen sind es, die hier sozusagen eine zusätzliche Indikation liefern im Rahmen der bestätigten Bewegung, so will ich es mal nennen. Das heißt, wenn ich einen positiven Rainbow habe, einen bullischen Rainbow, hier schön aufgefächert, dann interessieren mich im Prinzip diese roten Kerzen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es interessieren mich nur die weißen Kerzen. Und wenn wir hier die Asia-Range sehen beim Rainbow sage ich schon, beim Euro gegenüber dem britischen Pfund und im Kontext des bullischen Rainbows sehen wir hier eine Masse an weißen Kerzen. Das heißt, das ganze Momentum wird sozusagen gestützt. Und hier gab es so eine leichte Stabilisierung. Dann der Ausbruch über das Vortageshoch, der Ausbruch aus der Tages- und Asia-Range. Und jetzt sollte es in den nächsten Minuten, Schrägstrich Stunden durchaus nach oben gehen können. Das werden wir jetzt, wie gesagt, mal sehen, ob es tatsächlich passiert, ob das Momentum an der Stelle reicht, dass der Markt hier nach oben läuft. Wird spannend sein zu beobachten. Warten wir es mal ab. Schieben wir das Ganze mal rüber.
MMMM. So, haben wir das. So. Dann schaue ich mal nach den Slides, die wir uns ja auf jeden Fall anschauen wollen. So, dann ist das Anfangsniveau, da hat sich nämlich verschoben. So, da haben wir es. Gibt es einen Dollar-Index-Chart? Bernd, wir bei JFD haben hier tatsächlich den Dollar-Index bepreist an dieser Stelle. Also den gab es tatsächlich, den Dollar-Preis-Index. Wir bepreisen ihn aber aktuell leider in Anführungszeichen nicht mehr, da es auch eine Nachfragegeschichte war. Wir sind aber am Überlegen, ob wir den wieder einspielen. Den US-Dollar-Index betrachte ich hier. Da kann man hier auch, sage ich mal, webweit sozusagen analysieren. Gegenwärtig aber, wie gesagt, nicht mehr drin im MetaTrader, um die Frage sozusagen hier zu beantworten. Genau. Okay. Was ich vergessen habe, beziehungsweise jetzt vielmehr noch nachhole an der Stelle, ist natürlich der Risikohinweis, liebe Leute. Passt hier mal auf, wenn ihr handelt, wenn ihr agiert, wenn ihr tradet. A, wie ihr es macht. B, von wem ihr Informationen zieht und C, natürlich nicht immer blind nachhandeln, sondern durchaus mal ein bisschen ins Kalkül gehen und auch Selbstanalysen tätigen, Selbstentscheidungen treffen und natürlich hier dieses Ganze als sozusagen Marketing-unabhängige Finanzanalyse sehen und keinesfalls als Handelsempfehlung. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man es sagt. Ich habe hier mal den Slide mitgebracht zum Workshop, den wir hier definitiv auch gern mal in naher Zukunft forcieren. Also wer von euch da neben dem Rainbow Trading Interesse sozusagen an diesem Workshop, an diesem JFD Workshop nochmal hat, bitte mal reinschreiben. Können wir dann gern im Februar sogar aufsetzen. Wir hatten ja im letzten Jahr auch schon zwei, drei Workshops zu Heike Naschi und wie gesagt, hier geht es sozusagen darum, dass wir das Ganze dann auch nochmal im Detail durchnehmen. So. Rainbow Trading Roman. Rainbow Trading Simplified. Über Rainbow Trading 1.0 ist der Rainbow Trading 2.0. Andreas, du hast Interesse an dem Workshop, Schrägstrich, einfach da mal differenzieren, wer Interesse an dem Workshop hat, Schrägstrich, neben dem Workshop an dem Seminar, an dem Webinar. Auch da bitte einfach an den Support schreiben. So. Rainbow Trading 1.0, 2.0. Das ist im Prinzip eine Erfindung von mir. Rainbow Trading per se, relativ simpel. Nochmal kurz zu mir. Dürftet ihr im Prinzip alles wissen und kennen. Das ist praktisch hier sozusagen meine Vita. Ich bin ja seit vielen Jahren schon bei JFD. Jetzt dann seit Januar des Jahres 2016 auch für den deutschen Markt ein Stück weit mehr zuständig als früher. Denn ganz klar, hier gibt es weitere Aktivitäten, die man einfach durchführen muss. Denn wenn keiner weiß, dass der Porsche schnell fährt, dann kauft ihn auch keiner oder kennt es eben nicht. Und deswegen müssen wir hier bei JFD auch immer wieder Gas geben und den Markt natürlich hier und da sozusagen mit Informationen befeuern, beziehungsweise hier auch aufklären, Interviews machen, Statements machen. Und natürlich das JFD-Devisenradar seit vielen, vielen Jahren schon etabliert, ist natürlich etwas, was ja auch hier JFD weiter nach vorne bringen wird. Und natürlich auch tut schon seit vielen Jahren. Und wer hier, wie gesagt, Fragen und Anregungen hat, gern auch, wie gesagt, immer E-Mails an den Support oder eben direkte Fragen hier in den Chat gestellt. So, Rainbow Trading 2.0 ist eigentlich nichts anderes, als, wie es sich ja so schön schimpft, eine Weiterentwicklung des klassischen Rainbow Tradings, was ja auch Lars Gottweil in seinem Simplified-Buch beschrieben hat. Denn da wurde im Prinzip mit den Candlesticks gearbeitet, sozusagen der Rainbow genutzt, um das Momentum der Märkte zu erfassen. Und dann wurden diverse Candlestick-Formationen als Signalgeber genutzt. Auch das, darauf gehe ich praktisch in dem Workshop ein. Schrägstrich im Webinar selbst, da gebe ich euch auch Tipps oder zeige euch auch Slides vom Buch selber. Gibt es ja die Hammerkerze zum Beispiel oder auch die Engulfings und Shooting Stars, die alle ein Stück weit anders zu interpretieren sind im Rainbow als im klassischen Candlestick Erscheinungsbild. Aber de facto 2.0 hat nichts anderes in der Bedeutung, als dass man hier den Rainbow nicht mit den Candlesticks nutzt, sondern hier eben mit Heike Naschi Schrägstrich auch anderen Tools. Ja, da seid ihr selber gefragt, mit welcher Analysemethode ihr hier gerne an den Märkten arbeitet. Und das ist es, worauf es ankommt. Letztlich Heike Naschi Kerzen, eine sehr schöne Art, um den Markt zu filtern.
im Rahmen der Signalbildung. Und der Rainbow ist sozusagen das unterstützende Momentum im übergeordneten Filtern, um eben hier die Trendbewegung zu generieren. Ganz, ganz wichtig. Der Rainbow ist, wie gesagt, so eine Art Trendtool. Da kann ich auch gleich euch nochmal ein anderes Template zeigen, wo hier sozusagen die Heike Naschi-Kerzen noch ein Stück weit modifizierter zu sehen sind und da man auch hier mit einem Blick den Markt sehr schön filtern kann. So, Heike Naschi, wie gesagt, ich will gar nicht so viel auf die Theorie eingehen. Lasst uns hier, wie gesagt, von der Theorie auch immer gern in die Praxis gehen. Letztlich sind die Heike Naschi-Kerzen modifizierte Candlesticks. Ihr seht es auch hier. Es findet praktisch eine Datenumrechnung der vier Werte statt, Open, High, Low, Close. Und das Ganze wird sozusagen durch eine simple mathematische Berechnung gemixt, geklettet. Eine Datenumrechnung findet statt und das Ganze endet in einem Effekt der optischen Trendklettung. Und das ist das, was ich meinte. Es gibt nur bullische, bärische oder eben neutrale Heike Naschi-Kerzen und es gibt auch keine Gaps. Denn die Heike Naschi-Kerzen schließen immer an dem jeweiligen Kerzenkörper der Vorperiode an. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. So, ziehen wir direkt mal rüber. Jetzt haben wir hier eine rote Heike Naschi-Kerze in der Ausbildung. Das sieht nicht so bullisch aus. Ich habe den Stop-Loss vom Vortageshoch auf das ursprüngliche Niveau dieser Average True Range hier runtergezogen. Jetzt kommt der Markt aber so ein Stück weit in die Seitwärtsphase. Das sehen wir an den Heike Naschi-Kerzen auch sehr, sehr schön hier mit diesem Seitwärtslauf. Jetzt haben wir sozusagen keine bullischen Heike Naschi-Kerzen mehr, sondern hier eben diese Art Doji, also dort oben, dort unten, kleiner Kerzenkörper. Jetzt haben wir das ganz gleiche hier sozusagen nochmal nebenan. Zeugt davon, dass das Momentum ein Stück weit schwächer wird, was jetzt nicht dramatisch ist, aber was zumindest darauf hindeutet, dass wir jetzt hier nicht den direkten Fortsetzungsimpuls sehen, wie aber eben eigentlich in der ursprünglichen Spekulation angedacht, dass der Markt jetzt hier nach oben dreht. Hat er, wie gesagt, jetzt nicht getan. Jetzt kommt er ein Stück weit runter. Macht sozusagen jetzt auch ein neues 15-Minuten-Tief und nähert sich sozusagen dem Vortageshoch. Hier sollte er sich jetzt stabilisieren dennoch und hier auch in Kürze, meinetwegen nach einem Seitwärtslauf, wieder nach oben aufdrehen. Das gilt es jetzt einfach mal gespannt zu beobachten. Man könnte jetzt die Position halbieren, theoretisch, weil wenn man jetzt mal ganz klassisch davon ausgeht, das war der Kaufpunkt, da ist der Stop-Loss hier knapp 12 Pips weg. Jetzt sind wir hier sozusagen im Bereich schon von mehr als der Hälfte der Pip-Bewegung nach unten. Hier könnte man einen Teilverkauf vollziehen, interessiert mich aber aktuell nicht, denn Stop ist gesetzt, Trade-Idee herrscht vor, jetzt warten wir aber ab, was passiert. Jetzt haben wir die nächste Heike Naschi-Kerze, die sozusagen hier im Kerzenkörper der vorherigen Kerze immer beginnt. Das ist das, was ich gerade sagen wollte, dass es hier sozusagen keine Gaps gibt, also keine Kurslücken. Das heißt, hier die Kerzen sind durch ihre Mittelwertberechnung, durch ihre Datenumrechnung immer aneinandergereiht. Ja, das ist jetzt hier bei dem Forex-Markt, der ja eh einen 24-Stunden-Handel mit sich bringt, ja ganz klar eh der Fall, dass wir hier mit einem 24-Stunden-Handel keine Gaps haben, aber über das Wochenende hin oder bei schnellen Preisbewegungen, wo der Markt immer mal spuckt, hat man natürlich auch hier die Phase, dass der Preis, der Close zum nächsten Open hier durchaus einen Gap aufweisen kann bei sehr volatilen Zeiten. Das sieht man bei Heike Naschi definitiv nicht. Ist für viele Gap-Trader ein Graus, mögen sie gar nicht. Ja, auch die Heike Naschi-Kerzen natürlich mit einer gewissen Verzögerung in der Darstellung, aber daran muss man sich gewöhnen. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Das ist genauso wie mit dem Rainbow-Trading. Für viele ist dieser Rainbow eine schlichte Chart-Überladung. Ich sehe den gar nicht mehr so. Und mir ist es eigentlich auch relativ wurscht, was man sozusagen hier, ob bunt oder nicht bunt interpretiert. Denn für mich geht es einfach nur mit diesem einen simplen Blick darum, das Momentum zu erfassen. Und das visualisiert der Rainbow in reinster Form. Und das ist im Prinzip das, worauf ich achte. So, wie gesagt, hier die Heike Naschi-Kerzen. Im Rahmen der Trendklettung immer wieder in der Mitte des vorherigen Kerzenkörpers im Opening und so setzt sich das Ganze fort. Euro-Britisch Pfund schleicht sich jetzt so ein bisschen daher, kommt nicht wirklich Momentum auf, müssen wir abwarten, was passiert. Gehen wir nochmal kurz zur Analysemethode selber hier. Wir sehen, dass es jetzt hier im 10-Minuten-Chart, Stunden-Chart, alles ein Stück weit seitwärts läuft. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir sehen hier die unterschiedlichen Währungen, da will ich jetzt auch noch mal direkt drauf eingehen. Wir haben hier sozusagen verschiedene Währungsfarben, ja, und hier sozusagen die Trendtendenzen. Und da sehen wir, dass das Ganze jetzt hier seit der
seit den Morgenstunden jetzt hier so ein Stück weit seitwärts läuft und jetzt das ganze Momentum sozusagen abflacht. Ja, das sehen wir hier auch in dem 4-Stunden-Chart. Es gab erstmal schöne Bewegungen. Dollar auch zwischenzeitlich stark hier am frühen Handel, dann eben schwach jetzt reingekommen. Euro zeigt sich ja jetzt ein Stück weit stärker. Ja, wir sehen hier einen Euro-US-Dollar, wie er hier nach oben läuft. Und da sehen wir, dass der Dollar nach unten kippt, der Euro so ein Stück weit nicht wirklich vom Fleck kommt. Das zeigt auch, dass dieser Anstieg beim Euro-US-Dollar sich vordergründig durch die US-Dollar-Schwäche nährt, nicht durch die Stärke des Euros, die wir zwar kurzfristig gesehen haben, aber diese Preisbewegung nährt sich hier durch die Schwäche des Dollars. Aber wir sehen, dass das alles so ein Stück weit zusammenkippt. Das ist jetzt ein bisschen zäh halt, ne? Da müssen wir jetzt mal warten, dass hier wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Und ja, da kann man markt- und trendtechnisch nichts anderes tun, als abzuwarten und einfach mal hier seinen Kaffee zu genießen, was ich übrigens jetzt auch mal tue, einen kleinen Espresso-Schluck, ne? Momento. Weil im Prinzip braucht man hier A, keine Hektik machen und B, ist es gerade so beim Trading, wie, ja, man kann fast sagen, beim Jagen, man muss A, kühlen Kopf bewahren, Ruhe bewahren und den richtigen Augenblick abpassen. Deswegen kann Trading auch sehr zäh und langweilig sein, weil hier wildes Harakiri-Trading nach dem Motto rein raus Mickey Maus freut, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich uns als Broker, aber den Trader selber bringt es überhaupt nicht weiter. Sondern man sollte hier klare Signale handeln und auch da ruhig sich auf die Lauer setzen. Das heißt zum Beispiel, dass man hier einfach mal abwartet, was am Momentum noch passiert. Ich habe euch ja heute Morgen erklärt, dass wir hier die Momentumsstärken haben. Und warum habe ich den Euro gegenüber dem britischen Pfund ausgewählt? Weil hier, ich sagte es ja vorhin, Werte größer 75 für mich interessant sind und hier im Short-Bereich Werte kleiner 75. So. Und dann sehe ich eigentlich nur das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, was interessant für mich ist, und der Euro gegenüber dem britischen Pfund, weil wir hier eben Werte über Schrägstrich unter 75 haben. Jetzt öffne ich gleich mal britisch Pfund Yen nochmal, dass wir uns den gleich mal hier reinziehen. Und da haben wir die Situation im H1, also wir sehen erstmal hier einen übergeordneten Abwärtstrend. Hier im H1 der Rainbow noch nicht wirklich klar strukturiert. Ja, das ist ein bisschen unschön, aber wir haben auch hier den Ausbruch aus der Asia-Range. Gehen wir in den M15, Intraday-Zeitfenster immer besser. So. Hier haben wir einen Rainbow Spin gesehen. Was mir aber hier nicht gefällt, ist so das Harakiri während der letzten Tage. Das heißt, wir haben hier ein bullisches Momentum gehabt. Jetzt ist der Rainbow hier gekippt. Schrägstrich das Momentum. Wir sehen es ja, ist im Rahmen der Preisschwäche zusammengebrochen. Gestern war ein kompletter Spinning Day. Das heißt, auch um es hier zu verdeutlichen, mit diesem Vortag und diesem gestrigen Tag sieht man, dass das Momentum nicht wirklich an Fahrt gewann. Es kam hier kein wirklicher Kaufdruck auf. Der Rainbow auch hier im M15 völlig unsicher und deswegen das Währungspaar auch wäre im gestrigen Handel für mich völlig uninteressant gewesen. Obgleich dieses leichte Momentum, was ich hier aufschob mit dem Ausbruch über die Asia-Range, ja, hätte was versprechen können, aber hätte Fahrradkette. Im Grunde genommen fehlte dann doch hier die Dynamik, um eben wirklich nach oben zu laufen. Und man sieht, der Rainbow spinnt gerade. Jetzt oder hat gestern hier sozusagen den Spin-Move mit dem Vortag sozusagen vollzogen. Jetzt sehen wir hier zur heutigen Asia-Range, dass das Ganze negativ eintritt. Das heißt, der positive Rainbow der Vortage hat hier sozusagen während des gestrigen Handels und des Vortages so ein Stück weit eine Schwäche vollzogen, der bullische Rainbow, und der dreht jetzt um. Ja, man muss sich das vorstellen, dass hier die Rainbow-Farben, die wir hier sehen, sozusagen sich hier jetzt negativ auffächern. Und jetzt gilt es eben hier diesen Trend nach unten fortzusetzen. Aber der Rainbow selber ist in seiner Struktur leider Gottes nicht so klar, dass ich sage, das gefällt mir, diesen Short Trade will ich wagen. Das ist mir einfach nicht sauber genug. Ja, und das zeugt auch hier genau der Blick in dem H1. So machen wir es mal. Auch hier der Rainbow völlig unstrukturiert, völlig aneinander geklatscht, also nicht wirklich aufgefächert. Wenn wir jetzt hier reingehen, jetzt tut sich hier so ein negativer Spin auf, aber das sieht nicht sauber aus. Also im Laufe der Jahre weiß man dann relativ schnell zu unterscheiden, ob das ein schöner Rainbow ist oder nicht. Jetzt sind wir auch hier am Vortagestief, das ist ganz interessant. Auch hierauf achte ich an dieser Stelle für mich immer wieder auch einen Blick, das Vortageshoch, Vortagestief. Das sind Preismarken, die wurden gesetzt.
Nach Greenwich Mean Time wohl bemerkt, ja, aber die Vortages hoch und tiefst, die ergeben sich ja meistens unter der Handelszeit, also irgendwo zwischen der European und US Session haben wir das in der Regel, es sei denn, es gab Eskalationsbewegungen im asiatischen Markt, aber im Grunde genommen sind das die markanten Tageshoch und Tiefs, die gesetzt wurden und die sind durchaus für die Trader, für den Markt interessant, genauso wie hier das Vormonatstief, Vormonatshoch, Vorwochenhoch, Vorwochentief. Das sind markante Marken, an denen Marktteilnehmer rein oder rausgegangen sind, Schrägstrich, an dem hier Positionen auch gedreht wurden. Deswegen immer mal wieder darauf achten, was das für Tools sind. Dieses Tool, wie gesagt, könnt ihr auf jeden Fall erwerben, wenn ihr euch bei support@jfdbrokers.de meldet im Rahmen des Interesses eines Rainbow-Seminars. So, wie gesagt, das ist im Rahmen dessen genau die Möglichkeit, die ihr da habt. So, jetzt haben wir das nochmal abgefiltert. Im Übrigen, Vortageshoch, Vortagestief könnt ihr auch, da haben wir auch bei uns die Add-on-Seminare. Also hier bei JFD, ich zeige es euch mal kurz, die Add-on-Webinare. Hoppala, wo ist es jetzt? So, haben wir hier die Live-Konten, hier die Indikatoren. So, da haben wir natürlich unsere Toolbox mit diesen JFD-Tools und da gibt es auch High-Low. Ja, also JFD High-Low. Da könnt ihr das Ganze relativ simpel in den Chart ziehen und habt dann sozusagen auch ganz, ganz simpel hier eure High-Low-Indikation, die sozusagen dann aber auch anhand der simplen, machen wir den Chart nochmal ein Stück weit sauber. Rüpp. So. Wo ihr dann praktisch mit einem simplen Klick auch hier festlegen könnt, ob das Tageshochs oder Tagestiefs sind. Ja? Also hier Timeframe könnt ihr auswählen. Sogar die Hochs und Tiefs im 15-Minuten-Chart, im Stunden-Chart, 4 Stunden, Woche, Monat, wie auch immer. Machen wir hier die Woche direkt. Bums. Da verschiebt sich entsprechend nach oben. Weil die Woche hatte hier sozusagen Tageshoch, Tagestief ist genauso gleich, eben weil unlängst markiert. Also das ist ein Tool, da braucht ihr noch nicht mal irgendwelche separaten Templates, sondern könnt dieses ganz simpel und einfach nutzen. Also, das mal zur Erklärung, machen wir den Chart wieder klein. Mal den Navigator raus und haben jetzt hier wieder alles im Flow. So, also der Markt, wie gesagt, zeigt sich ein Stück weit, ja, also DAX jetzt hier nach unten ein bisschen zäh. Momentum wurde so ein Stück weit gestoppt. Euro-US-Dollar von vorhin, Einschätzung hier an der unteren Asia-Range tatsächlich wieder nach oben aufgedreht. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Sieht gut aus. Also wir sollten jetzt hier innerhalb der Asia-Range jetzt weiter nach oben laufen können. Dann überwinden wir auch hier wieder das Vortageshoch, was jetzt hier bei 1,1558 rund lag. Und wenn wir jetzt ausbrechen über die Asia-Range, das wäre jetzt hier insbesondere ein Preis über 1,1570, kann man davon ausgehen, dass es hier auch weiteres Momentum auf der Oberseite geben kann. Ja, nicht geben muss, aber geben kann. Und rein statistisch gesehen haben wir hier die Average Daily Range, die uns sozusagen zeigt, was wir hier so an Momentum im Schnitt zu erwarten haben. Das sind rund 70 Pips. 30 haben wir hier in der Mitte abgearbeitet. Jetzt, je nachdem, wenn wir ausbrechen nach oben, hätten wir hier sozusagen noch ein Stück weit Potenzial von 30 bis 40 Pips nach oben. Oder wenn er nach unten eben wegbricht, von 30 bis 40 Pips nach unten. Ja, das ist sozusagen die durchschnittliche Spanne, die das Währungspaar abliefert im Handelsverlauf eines Tages. Das schwankt natürlich, sinkt die Volatilität, sinkt die ADR oder auch die ATR, die Average True Range, Schrägstrich Average Daily Range. Oder aber sie steigt, wenn die Volatilität hochgeht. So, jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Also wie gesagt, Workshop-Interesse kommt jetzt hier auch schon wieder rein. Schreibt es dann eine E-Mail an unseren Support. Liebend gern. support@jfdbrokers.de. So. Umkehrsignal, Heike Naschi-Kerzen. Okay, gehen wir nochmal hier direkt in den Live-Chart rein. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Jetzt haben wir hier die Unsicherheitskerze, nicht wahr? Von Heike Naschi. Und ich habe gesagt, diese rote Kerze gefällt mir jetzt nicht. Ja, finde ich jetzt nicht so sexy in Anführungszeichen. Aber verunsichert mich nicht, weil das grundsätzliche Momentum ja noch positiv ist. Und auch die Idee, dass er sich nach oben schraubt. Im Rahmen der Euro-Stärke jetzt und auch der Pfundschwäche, die ein Stück weit Einzug hält, sieht es ganz gut aus, dass der jetzt hier weiter nach oben laufen kann. Nicht muss, aber kann. Und insofern warten wir mal ab, was passiert. Man hätte, wie gesagt, ihr könnt es euch vielleicht erinnern, dass die Kerze relativ negativ aussah vorher. Ja, es schien sich so hier so eine bärische Heike-Naschi-Kerze anzuschließen. Bärische Heike-Naschi-Kerzen, nochmal als Erklärung, liebe Leute, sind Kerzen, die keinen oberen Docht haben. Und bullische entsprechen keinen unteren. Die Farbe geht natürlich damit einher. Das heißt, bärisch muss rot sein.
die Kerze selber dann keinen oberen Docht. Und bei bullischen Kerzen, die Kerze muss weiß sein und keinen unteren Docht. Das ist dieses bullische Setup für bullische oder bärische Kerzen. So, und wenn ich hier eine bärische Kerze bekomme, wie hier diese rote, dann kann man einen Teilverkauf machen, dann kann man dies tun. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, von Teilverkäufen sehe ich mittlerweile doch ein Stück weit ab. Es ist schön, sich einen Teil aus dem Kuchen rauszuschneiden, aber letztlich verdirbt man damit seine Chance-Risiko-Verhältnisse. Und es muss nicht sein. Also je nachdem, mit welcher Positionsgröße man reingeht, kann man Teilverkäufe tätigen. Dann allerdings meines Erachtens nur, wenn man die Positionsgröße ein Stück weit höher pflegt, als das der Standard ist im Rahmen des Risk-and-Money-Managements. Deswegen bleibe ich dir auch völlig tiefenentspannt und versetze da auch keineswegs den Stop-Loss oder mache jetzt auch da einen Teilverkauf. Weil die Trade-Idee ist grundsätzlich geschnürt. Das heißt, ich definiere mein Risiko. Ich definiere meine Erwartungshaltung, also mein zukünftiges Take-Profit oder lasse im Run-Modus das Ganze einfach laufen und dann ist Schluss damit. Das Einzige, was ich tue, ist nachtrailen, also das Risiko reduzieren. Kann man jetzt auch herrlich an diesem Beispiel nochmal veranschaulichen. Wenn der Euro gegenüber dem britischen Pfund jetzt wirklich weiter nach oben läuft und eben auch neue Tageshochs macht, ja, dann kann man den Stop-Loss auch durchaus nachziehen. Das tut übrigens auch hier diese Software dann sogar automatisch. Deswegen habe ich den Stop dann auch vorhin wieder ein Stück weit runtergezogen an die Ausgangsbasis zum Trade-Einstieg. Aber der zieht das dann praktisch hinterher. Das heißt, man vermindert mit jedem Pip-Gewinn auch dann sozusagen sein Risiko. Und darauf kommt es ja an. Denn liebe Leute, zum Mitschreiben, das Einzige, was ihr an den Märkten hier generell tun könnt, ist das Risiko zu kontrollieren. Das ist etwas, das wird der ein oder andere, Martha ist ja auch dabei, sicherlich schon bis zum Erbluten gehört haben. Aber ich kann mich da wirklich nur noch mal gebetsmühlenartig wiederholen, denn das Einzigste ist tatsächlich das Risiko. Das heißt, wenn ihr im Markt seid, den Trade abgefeuert habt, dann ist es so, dass der Trade nicht mehr kontrollierbar ist. Das heißt, der Markt entscheidet über alles, was weiter abgeht. So, jetzt schaue ich noch mal in den Chat kurz rein. Und das ist, wie gesagt, immer, immer wieder wichtig, liebe Leute. Immer wieder wichtig. Merkt euch das, dass ihr euch immer hinter die Ohren schreibt: Risk Management, das A und O, Money Management, denn das ist das Einzigste, was ihr kontrollieren könnt. Das Risiko vorab definieren. Und da ist es auch gar nicht schlimm, wenn ein Trade mal ausgestoppt wird, weil es ein vordefiniertes Risiko gab. Und das heißt, euer Depot wurde hier nicht verbrannt oder es wurde hier kein All-in-Trade gemacht, sondern es wurde mit vernünftigen Chance-Risikoparametern gearbeitet. Und im Intraday-Bereich sehe ich hier eine Positionsgröße von tatsächlich 0,25, 0,5 oder eben auch 1% des Accounts als absolut ausreichend an, weil man natürlich auch tagsüber mehrere Trades tätigt oder auch mal viele Paralleltrades hat und das sozusagen hier nicht mit Positionsgrößen von 10% und mehr einhergehen darf. So, also das mal hier zur Erklärung. Der DAX hat das Tagestief auch wieder nach oben aufgelöst, sozusagen eine Umkehr gebildet. Ich glaube, Andreas, du warst da relativ shortig in der Grundidee. DAX gehandelt oder nicht? Wie gesagt, hier kamen jetzt auch noch einige Statements, deswegen musste ich jetzt auch mal gerade hier im Chat ein bisschen reinstöbern. Australdollar, US-Dollar. Finde ich vom Momentum jetzt hier, wie gesagt, nicht so spannend. Hier gab es vor heute Morgen Bewegungen stärkerer Natur, ja, aber die rührten auch mehr durch die US-Dollar-Schwäche. Ja, können wir uns aber gerne mal anschauen, Australdollar, US-Dollar gleich. Britisch Pfund Cut. Martha, was hast du denn da schon wieder identifiziert? Martha übrigens eine Rainbow-Traderin der ersten Stunde in Anführungszeichen. Ich glaube, du warst bei einem der ersten Seminare mit dabei. Oder bei zumindest dem Seminar, wo wir das Ganze noch häufiger forciert haben. Martha, du tradest im 1-Minuten-Chart hochaggressiv, Wahnsinn. Perfekter Short. Ja, es sieht gut aus. Neues Tagestief generiert. Pfund ja ohnehin, wie gesagt, mit einer Schwäche. Sehen wir auch hier in der Währungsstärke schön. Wir sind hier unter der Nulllinie, schon generell seit der Asia Session generell.
Pfund jetzt zuletzt schwächer. Euro-britisch Pfund kommt so ein Stück weit nicht in Fahrt, weil sowohl der Euro hier schwach ist zurzeit, als auch das britische Pfund. Das bleibt ein Match. Das Ganze geht sich hier nicht wirklich bullisch aus. Wäre jetzt schön, wenn der Euro mal stabilisiert geblieben wäre, dann hätten wir jetzt hier die neuen Tageshochs mit absoluter Sicherheit generiert. So bleibt das britische Pfund. Die Schwäche, die wir hier sehen, oder das Währungspaar Euro-Britisch Pfund von der Schwäche des Pfunds jetzt unbeeindruckt, weil eben auch der Euro Schwäche zeigt. Das heißt, wir sind hier immer noch irgendwo beim Level von 0,9050. So, Martha, du hast diesen Short hier. Jetzt sehe ich aber hier Heike Naschi-mäßig, ne? Der will nicht weiter runter, muss einen aber nicht stressen, denn der Rainbow hier sehr klar aufgefächert negativ im M1, im M5 nicht. Martha, gefällt mir persönlich jetzt nicht so super, aber trade the market, ne? 1A Short. Wir behalten das mal im Auge, ob das Ding sich aufgeht. Vom Momentum her, aus dem M15 heraus betrachtet, auf jeden Fall interessant, weil wir hier nahe der 75-Marke sind. Ja? British Pfund Neuseeland-Dollar wäre hier meines Erachtens sogar die bessere Wahl. British Pfund Austral-Dollar auch, weil wir hier schon über 75 sind. Euro-British Pfund jetzt hier ganz klar negatives Momentum nach oben geschossen, aber im Chart passiert hier noch nicht viel, weil der Euro leider jetzt nicht so recht vom Fleck kommt. Ja, mal abwarten, aber auf jeden Fall starkes Momentum hier. Das absolut Trend forcierendste Währungspaar. Ist natürlich jetzt schade, dass wir hier so wenig Währungspaare haben, die hier mit Werten über 75 kommen. Also man hat heute nur Pfund eigentlich im Fokus, weil die übergeordnete Schwäche vom Pfund, das sehen wir hier mit diesem roten Graph, British Pound, rot, klar, schwaches. Schwarze Franken auch, aber da kommt nicht so viel Momentum am Ende des Tages herum. Warten wir mal ab, was noch geht. So, Lars, die roten bärischen Heike Naschi-Kerzen kann ich nicht erkennen. Warte, links haben die doch Tochter. Lass mal sehen, was meinst du? Hier diese. Also da muss man ja sagen, wie gesagt, da hat sich das Momentum nicht so schön fortgesetzt, wie man eigentlich haben will. Genau, Lars, jetzt antwortest du nochmal direkt. Also wir hatten hier ein starkes positives Momentum. Dann gab es hier diese Doji-Unsicherheitskerze und dann folgte dieser Kerze eine Verkaufskerze. In diesem bullischen Trendmomentum beachte ich aber sowas gar nicht, weil die roten Kerzen eigentlich für mich uninteressant sind, sonst werden nur die weißen interessant. De facto wurde es auch bestätigt, weil nach dieser Verkaufskerze sozusagen nochmals dann eine Umkehrkerze in Form dieser neutralen Kerze folgte, dann wieder eine Verkaufskerze, aber das Momentum hier einfach so seitwärts plätscherte. Schönes Momentum sehen wir exakt hier. Hier bauen sich bullische Kerzen auf. Dann werden die Kerzenkörper immer größer. Es gibt immer neue Tageshochs und wir haben ja durch die Reihe weg bullische Heike Naschi-Kerzen. Das ist schönes Momentum. Sowas würde ich mir eigentlich jetzt hier auch wünschen. Aber wir sind nicht im Wunschkonzert. Wir müssen nehmen, was uns die Märkte präsentieren. Und wir warten mal ab, ob da hier heute noch ein Stück weit Momentum reinkommt. Zumindest erlaubt es die Indikation, dass wir hier durchaus noch neue Hochs sehen können. Es wäre jetzt mal schön, wenn er da Fahrt aufnimmt und wir dann praktisch hier so ein par excellence Beispiel haben von bullischen Heike Naschi-Kerzen. News haben wir aus England nicht zu erwarten. Auch das immer wichtig, liebe Teilnehmer. Schaut's hier immer auf den News-Kalender. Gerade British Pound hat hier 10:30 Uhr die Nase vorn. Das heißt, in der Regel, an jedem zweiten, dritten Tag kommen hier 10:30 Uhr Nachrichten aus UK. Und diese Nachrichten haben natürlich marktbeeinflussenden Charakter. Gerade beim britischen Pfund kann es da sehr turbulent werden. Für alle Euro-US-Dollar-Trader natürlich der europäische Raum interessant. Ich meine jetzt Frankreich, Italien, na, Medium. Aber insbesondere eben Eurozone und USA generell heute Erstanträge. Ist natürlich auch was, muss ich ehrlich sagen, das war vor 8 bis 10 Jahren nochmal eine wesentlich relevantere Zahl. Also da ist tatsächlich am Donnerstag 14:30 Uhr richtig was abgegangen zu den Erstanträgen, ohnehin ja zu den Non-Farm-Payrolls, das ja eh passiert. Ja, also Non-Farm-Payrolls ist ja also das hier sind ja die Erstanträge auch für Arbeitslosenhilfe, die es jede Woche gibt im Vergleich zur Vorwoche. Und die Non-Farm-Payrolls, die gibt es natürlich hier, ups, das war ja, wir hatten ja den ersten Freitag im Monat schon letzte Woche, die gibt es sozusagen immer 14:30 Uhr am ersten Handelsfreitag im Monat. Und da schaut der Markt natürlich schon stärker drauf und da sind auch stärkere Bewegungen immer zu erwarten.
Na, immer ist wieder ein Stück weit zu scharf ausgedrückt, aber in der Regel sind hier stärkere Ausschläge adaptierbar. So, warten wir mal ab, was jetzt dann, wie gesagt, passiert. Wir haben keine News aus England. Wir haben hier 10 Uhr, kommen zwar nochmal hier Daten aus Italien, das kann den Euro noch ein Stück weit schieben, aber grundsätzlich eigentlich heute nicht etwas, was mich umhaut. 16 Uhr haben wir nochmal aus den USA einige Daten und das ist es dann auch schon gewesen. Aber man sollte gerade im Intraday-Bereich natürlich wissen, wann welche News kommen. So, Australdollar, US-Dollar wollten wir uns ja nochmal anschauen. Das machen wir jetzt auch. Martha, was macht British Pfund Cut? Na, im Rahmen dieses M1-Rainbows ist auf jeden Fall nicht weiter nach oben gelaufen. Na, aber tut sich ein bisschen schwer, muss ich sagen, ne? So. Jetzt gucken wir mal den Australdollar uns an. Startet er hier immer im M1. So. Okay. Ein bisschen rangedatscht hier aus. Gehen wir mal in den M15. Für mich immer, wie gesagt, das interessanteste Intraday-Zeitfenster. Wenngleich M5 auch schick. Aber wenn man eben jetzt hier 15 oder 25 Währungspaare im Fokus hat, dann kann das ein bisschen hektisch werden. Aber hier auch die Erkenntnis schlechthin, die Währungsstärke, Schrägstrich die Analyse, welche Währungspaare überhaupt interessant sind, kann man hier sehr schön an dieser Indikation hier ablesen, an dieser Währungsstärke-Indikation, Schrägstrich hier aus diesem Overview, der eben hier die Werte von über 75, Schrägstrich unter 75 kristallisiert. Und da wird bei mir sozusagen immer vorgefiltert, dass mir zum Beispiel Eurocard mal überhaupt nicht interessiert. Ja, da sind wir hier im einstelligen Bereich, das ist plus minus null. Das ist genau etwas wie hier beim Neuseeland-Dollar-Yen. Völlig uninteressant. Also das ist etwas, wird für mich auch heute untertags wahrscheinlich nicht einmal in den Fokus rücken, da ich hier praktisch schon vorfiltere, welche Währungspaare interessant sein könnten. Und wie gesagt, Euro-Britisch Pfund läuft ja auch der Trade, weil es sieht gut aus. Wenn wir hier bei 99 sind, kann man sozusagen sagen, dass man dann relativ am Anschlag ist. Das heißt aber nicht, dass das Ganze überhitzt ist, sondern vielmehr, dass wir wirklich ein starkes Momentum haben. Aber das Momentum, es setzt sich leider aufgrund der Euro-Schwäche nicht so wirklich fort. Ja, das sehen wir hier sehr schön. Jetzt haben wir hier zwar zuletzt wieder ein Stück weit einen Hype bekommen, aber jetzt zieht auch das Pfund wieder nach oben. Das heißt, das ist hier ein Nullsummenspiel aktuell. Hier geht es nicht richtig voran. Kommen wir jetzt auch gleich zu einem nächsten Punkt. Das heißt, ich mixe jetzt hier natürlich verschiedene Erkenntnisse. Das heißt, ich habe jetzt hier keine Roadmap, wo ich euch jetzt hier von A bis Z was vorbete, sondern je nach Marktimpuls oder Chartsituation komme ich hier zum einen von einem zu dem anderen und de facto hat man ja auch hier so eine Art Periodenanhalt nach dem Motto, nach dem Kauf- oder Verkaufssignal sollte schon was passieren. Wenn da eine ganze Zeit lang nichts geht und der Markt seitwärts tendiert, was wir jetzt ja hier beim Euro gegenüber dem britischen Pfund praktisch so ein Stück weit sehen, muss man irgendwann überlegen, ob man den Stop halt nachzieht oder ob man den Trade vielleicht sogar auflöst, weil schlichtweg nach dem Entry hier nichts mehr passiert ist. Ja, meine Timeframe-Zone ist im Prinzip, sind so 7 bis 8 Perioden. Ja, also wenn das hier die Einsteckkerze ist, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Perioden schon rum. Wenn wir jetzt hier sozusagen in den nächsten 30, 45 Minuten nicht nach oben rausziehen, dann macht es auch durchaus Sinn, den Trade vom Tisch zu nehmen und zu sagen, okay, der Ausbruch, die Ausbruchstrade-Idee ist dahin. Obgleich, und das gilt es natürlich immer abzuwägen, und das ist auch wieder eine sehr, sehr individuelle Geschichte beim Trading, hat man sein Entry hier gefunden, das Momentum ist positiv und es spricht im Grunde genommen viel dafür, dass wir heute doch noch neue Tageshochs sehen. Ja, und die Range, die Average Daily Range, verspricht ja hier auch noch erhebliches Potenzial. Vom aktuellen Niveau ausgehend, wenn man es mal konkret nimmt, haben wir hier sozusagen noch ja, 33 Pips nach oben, die der laufen kann, um seine durchschnittliche Range von im Schnitt hier haben wir es 55, 56 Pips abzuarbeiten. Ja, und das muss man jetzt einfach mal sehen, ob er es dann schafft. Aber wir sehen, da kommt so richtig hier leider kein Druck auf. Das ist etwas ernüchternd. Das wäre schön, wenn das sich mal noch ändern würde. So, jetzt gehe ich nochmal durch den Chat.
Die schicke Währungstabelle hier, Manuel, an der Stelle ist etwas, was ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren auf jeden Fall käuflich erworben habe. Kann ich dir gerne den Kontakt mal zukommen lassen? Beziehungsweise hier einfach eine E-Mail mit Währungsstärketabelle an support@jfdbrokers.de. Da kann ich dir das gern zukommen lassen. Ist die Sortierung in den Währungspaaren nach dem Indikator Momentum Indikator? Meinst hier? Lars, meinst du dieses Thema? Nein, die Sortierung ist rein nach einer Voreinstellung zur Auswahl der Währungspaare. Du siehst hier die Top 28. Was ich gern noch dabei habe, ist im Prinzip ja Gold und Silber. Das sind auf jeden Fall die Währungsmärkte, die mich interessieren, weil Gold und Silber für mich als älteste Währung der Welt auch dazu zählen. Und dann hat man im Prinzip ein Overview von 30 Underlyings, die man handeln, traden und eben auch nutzen kann. Ja? Und das Ganze bei uns, wie gesagt, hier am Interbankenmarkt definitiv ein Fakt, den man berücksichtigen sollte, berücksichtigen muss. So. Also der Markt, der plätschert so ein bisschen dahin. Jetzt haben wir hier beim kanadischen Dollar eine Aufwärtsbewegung gesehen, beziehungsweise eine gewisse Stärke, Martha. Das zeigt auch, dass das britische Pfund gegenüber dem CAD trotz der Pfundschwäche jetzt nicht weiter nach unten gekippt ist. Ja, das ist genauso das Dilemma in Anführungszeichen beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Der hier hätte auch schon längst wieder neue Hochs erklimmen können, aber da fehlt eben so ein Stück weit der Drive gegenwärtig nach oben. Das ist immer schade, wenn man sozusagen Live-Events hat und hier der Markt wenig Volatilität bietet, aber den Australdollar gegenüber dem US-Dollar wollten wir uns ja hier nochmal angucken. Dazu Erklärung, wir sind hier in der Asia-Range, also das Momentum sieht erstmal gut aus, gekauft. Wir sind aber hier innerhalb dieser Asia-Range und das ist für mich also ein Punkt, wo ich sage, jetzt warten wir erstmal ab, ob der sich hier rausheben kann. De facto ist die Asia-Range war aber schon sehr, sehr groß vom Volumen her, ach Schmarrn, vom Volumen, von der Range her. Ja, das Währungspaar selber absolviert 63 Pips mit Blick auf die Average Daily Range der letzten 10 Tage. Und jetzt haben wir hier schon 44 Pips gemacht. Wir sehen es hier mit diesem Average Daily Range High, mit diesem theoretischen. Wenn wir ein neues Tageshoch machen, ja, dann haben wir hier im Prinzip gerade mal 17 Pips bis zur durchschnittlichen Daily Range. Und das sagt im Prinzip aus, dass hier so ein Stück weit, ja, ich sag mal, das Potenzial des Trades eingeschränkt ist, okay? Das heißt nichts anderes, als dass das Potenzial hier durchaus, naja, nüchtern ist. Also diese Average Daily Range, haben wir auch wieder das Pareto-Prinzip, wird in mehr als 80% der Fällen abgearbeitet und dann war es das auch. Wir haben aber in 10 bis 15% der Fälle Overshooting Days, wie es so schön heißt. Das heißt, Tage, wo die Währungspaare exorbitant aufdrehen. Und wenn wir hier eine durchschnittliche Daily Range haben von 63 Pips, dann kann der Australdollar gegenüber dem US-Dollar auch gern mal 120, 150, 200 Pips laufen. Oder, siehe Anfang des Jahres, aber das ist dann wirklich eine extreme Ausnahme, bei den Yen-Pairs, der Flash Crash. Ja, Australdollar-Yen hier mit 500 Pips gen Süden gerauscht. Also ich meine, das sind natürlich extreme Bewegungen. Auch hier hatten wir es auch gestern im Devisenradar, muss man sich ein Stück weit zusammenreißen, an solchen handelsschwachen Tagen da die große Nummer zu drehen. Also Glückwunsch für alle, die da die Trades mitnehmen konnten oder auch Gewinne eingefahren haben. Aber das war meines Erachtens ein ganz dünner Handel, wo man auch gerade in der Nachtsession und dann noch direkt zum Neujahr, wobei es war ja der zweite, erste, da mal wirklich ein Stück weit durchschlucken und durchschnaufen muss, weil de facto das hier dann doch Situationen sind, die ja dann eher überraschend wirken. Also solche Flash Crash, wie es ja heißt, sind ja dann etwas, das kann man ja so kaum vorab ins Kalkül ziehen. So, haben wir das jetzt soweit wieder vom Live-Markt mathematisiert. Also Australdollar, US-Dollar für mich, wie gesagt, uninteressant. Passt gut zum Filter nach dem Motto, wenn er hier ausbricht über die Asia-Range, wäre es interessant. Dann haben wir noch das Vortageshoch als Hürde. Wenn er da durchgeht, dann haben wir auf jeden Fall das Potenzial weiter anziehender Preise. Aber fürs Intraday-Trading für mich ein bisschen dünn, weil, wie gesagt, das Potenzial im Schnitt der durchschnittlichen Handelsspanne zu gering ist. Also close. Zumal Australdollar erst noch mit einem Wert von 32% jetzt mich auch nicht wirklich abholt. Euro-Britisch Pfund auch wieder ein bisschen ernüchternd. Die Quote ging jetzt zurück. Wir haben ja jetzt auch praktisch hier die neue Viertelstunde angebrochen. Ja, das ist ja hier das im Timeframe M15. Da sehen wir hier, sind wir jetzt deutlich von den 90er-Werten wieder zurückgefallen. Auch hier alle anderen British Pound Pairs mit ihrer Schwäche. Das britische Pfund hat sich hier zuletzt jetzt erholt.
wieder umgekehrt. British Pound Cut auch dementsprechend hier nach oben gelaufen. Also in dem Fall die Trade-Idee von Marta ist aber nicht schlimm, ging jetzt hier praktisch nicht auf. Also der 1A Short hat sich sozusagen nicht durchgesetzt, aber durchaus hier rein unter einem 1 Gesichtspunkten interessant. Ja, aber da sieht man, dass es eben auch trotz dieser Momentumbewegung nicht dazu kommen muss, obgleich ich ja hier auch schon anzweifelte, wenn ich in die höheren Timeframes ging, ob das so ein sauberer Trade ist. Wenngleich natürlich, gut, H4 spielt nicht mit, aber M5, das war das, wo ich sage, bisschen tricky, auch noch innerhalb der Asia-Range. M15 dreht das Ganze oder hat sich versucht zu drehen, also es war mir nicht klar genug, aber sei es drum. Eine Trade-Idee war es auf jeden Fall und mit einem kalkulierten Risiko kann man sich da definitiv nicht beschweren. Man muss ja auch die Chancen nehmen, wie sie kommen. So, jetzt on the market. Also de facto Euro, US-Dollar, langweilig. Okay, also wir sind hier immer noch innerhalb dieser Asia-Range. Was aber ganz interessant ist eben, dass man hier mit diesem Touch, mit diesem kleinen Runterspucken nach unten, ja, es nicht geschafft hat, den Preis weiter zu drücken, sondern dass wir jetzt hier so innerhalb dieser Asia-Range mehr oder weniger jetzt seitwärts laufen. Es ist einfach jetzt wieder ein zähes Handelsgeschäft, aber das ist, ja, das ist es nun mal, dass man hier nicht im Minutentakt dauernd seine Treffer schießt, sondern wie eingangs gesagt, man muss sich hier auf die Lauer legen und ein Stück weit eben auch abwarten. Entspannung. Ja, dann schreibt man eben Artikel, macht Analysen. Das ist genau das, was man eben gerade als Trader auch häufig tut, dass man sozusagen eine Nebenbeschäftigung braucht. Was man nämlich nicht braucht, liebe Leute, ist praktisch jetzt hier an diesem Chartfenster kleben, an diesem Trading-Tool und da Minute für Minute auf einen Einstieg zu hoffen. Nein, macht euch klare Regeln, nutzt hier verschiedene Setups, verschiedene Tools. Ob das jetzt so eine Welt aus Währungsstärke, Währungsschwäche ist, aus Indikatoren, aus Heike-Naschi-Kerzen oder auch, und das ist natürlich die simple Wahrheit, reine Price-Action, ja, also im Prinzip der Naked Chart, ja, das ist natürlich das, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Chart, der sozusagen die reine Price-Action darstellt, ohne Schnörkel, ohne Schnickschnack. Und genau mit diesem kann man arbeiten, weil die einzigste Wahrheit auf diesem Planeten ist die Price Action. Ja, jeder Indikator leitet sich ja im Grunde genommen nur von der Price Action ab. Das heißt, dass man natürlich jetzt hier mit einem Indikator den heiligen Gral hat, nach dem Motto, hier kriege ich jetzt immer meine Signale, die mir Profite einfahren, ist natürlich Irrsinn. Ja, das heißt, man muss sich so ein Stück weit in dem Universum des Tradings seinen Baukasten zurechtlegen, sei es Markttechnik, sei es Elliott-Wellen. Das Ganze aber auch gekoppelt mit einem Stück weit fundamentalen Kenntnissen. Ja, wie sind Zinsdifferenz, wie bewegen sich übergeordnete Zinskurven, was sind die fundamentalen Rahmendaten verschiedener Länder, wann kommen die News. Man muss sich hier natürlich geistig wirklich auch mit dem Markt auseinandersetzen und das bedarf natürlich auch Zeit. Und Trading selber zu erlernen, / umzusetzen, ist auch ein Prozess der Zeit. Das heißt, mal eben ein Wochenendseminar oder mal ein Webinar mitgenommen oder im YouTube hier 5 Trading-Videos gesehen und jetzt zu meinen, dass man hier der Hedgefondsmanager ist, ist ja schlichtweg ein Irrglaube. Das heißt, so sicher man sich auch hier und da fühlen kann, ist es so, dass der Markt einen immer mal wieder schnell belehrt und immer wieder mal auch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückführt. Und das ist tatsächlich etwas, wo man ja ein Stück weit nüchtern den Markt betrachten muss und hier auch nie auslernt. Niemals nie auslernt. Das ist ganz wichtig. So, jetzt schieben wir das Ganze mal wieder rüber und gucken uns jetzt mal, weil der Markt so ein Stück weit seitwärts läuft, das Ganze mal auf größeren Zeitebenen an. Ja, Euro, US-Dollar, wie gesagt, hier ist ja die Idee, dass wir über 1,1540 heute bleiben per Daily Close. Und wenn das gelingt, dann sieht es eigentlich schon mal ganz interessant aus. So, wollen wir mal gucken, jetzt sind wieder sind die kleinen Punkte Fraktals? Lars, nee, die kleinen Punkte in dem Template sind eine ATR-Grundlage. Also eine schwankungsbreite Bemessung. Der ADR High Low auch in den normalen Add-ons drin. Ja, gibt's bei den JFD Add-ons reiner findest du die, wie gesagt, im Add-on-Paket. Kannst du die High Lows auch auf Tages-, Wochen-, Monatsbasis sogar im Intraday-Chart justieren. Aber so wie du sie bei mir gesehen hast, sind sie im Rainbow-Template zu erhalten. Frage zu Indikatorenalarm. Ja, die gibt's. Indikatorenalarme kann man einstellen.
Das kann man bei so gut wie jedem MetaTrader-Tool. Das heißt, wenn eine bestimmte Price-Action erreicht wird, gibt es ein Signal. Kann man einbauen. Ist auf jeden Fall ganz simpel umsetzbar. So. Was ich noch interessant finde, liebe liebe Webinar-Teilnehmer, ist am Ende des Tages natürlich auch neben dem einen oder anderen Intraday-View sozusagen die Diversifikation des Tradings. Das heißt, man sollte hier auch durchaus Währungen in den Fokus nehmen, die mal auf Tagesbasis interessante Signale liefern, die hier auf Wochenbasis halte ich jetzt für fast schon zu weit gegriffen, aber die eben auf Tages-4-Stunden-Basis interessant daherkommen könnten. Und interessant finde ich da zum Beispiel, gegenwärtig zieht er jetzt schon wieder ein Stück weit zu hoch, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Ja, hier habe ich mir gestern Abend, da habe ich schon die Chance-Risiko-Verhältnisse definiert, schon mal zurechtgelegt, wie so ein Trade aussehen könnte, wenn man dann direkt zum Ausklang des Handels eingestiegen wäre. Schöne Chance-Risiko-Verhältnisse, jetzt zieht er schon nach oben. Ich würde mir wünschen, dass er nochmal zurückkommt. Aber mit dem gestrigen Tief, was wir hier gesehen haben, bei 1,3180 rund, hat er im Prinzip hier diese Supportzone, ja, diese Range hier nahezu punktuell abgearbeitet, ganz sauber gemacht mit diesem Tief. Und ja, es scheint jetzt so, als könnte der Looney jetzt hier seinen Auftrieb starten. Also das sieht wirklich schön bullisch aus. Wir hatten gestern beim JFD-Devisenradar ja auch den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar besprochen mit einem schön bullischen Muster, mit einem schön bullischen Setup. Und das war im Prinzip auch hier die Idee, da ja, einen Einstieg zu finden. Wir gucken mal auf den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Schauen wir mal, der müsste jetzt auch hier relativ, ja, noch so stark zeigt, dass ich nicht, aber das war hier gestern die Kerze. Aber hier war auch die Idee, dass wir auch hier nochmal einen kleinen Rücksetzer sehen. Und gestern aber mit dieser Euro-Stärke, die sich ja, die dadurch rührte, dass eben hier die Fed restriktivere Zinsanstiege eben in den Raum warf, gab es natürlich hier dann diese Euro-Stärke direkt zum JFD-Devisenradar, schoss der hier wirklich stark nach oben und da hat sich dieser Rücklauf so ein Stück weit erledigt, den ich will sagen, 5 oder 10 Minuten vorher noch in den Chart gezeichnet hatte. Da stand der Preis nämlich hier irgendwo bei 1,52 rund. Hat sich dann aber, wie gesagt, nicht fortgesetzt, leider Gottes, sondern dann eben ging es schon nach oben. Jetzt muss man sehen, ob der Preis hier wirklich nochmal so eine Schwäche vollzieht. Also ich glaube, der Zug ist hier abgefahren beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar, beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar immer noch nicht wirklich. Also es sieht ganz spannend aus. Also wenn er heute hier nochmal ein Stück weit zurückkommt und hier nochmal so ein bisschen rumdengelt, so um die 1,32, 1,3210, 1,3190, also das ist hier eine schöne Entry-Zone. Aber vielleicht zieht er jetzt auch davon. Dann habe ich diesen Swing Trade wahrscheinlich verpasst, obgleich das Potenzial immer noch gut genug wäre, um eben zu sagen, hey, der kann hier schön nach oben rausziehen. Ja, wenn er jetzt hier sozusagen das gestrige Tageshoch, was haben wir da gehabt? Bei 1,3274, legen wir einen drauf. Wenn er das überwindet, dann ist die Chance durchaus gegeben, dass wir hier eine weitere Erholung fahren, denn nach diesem massiven Absturz, nach diesem massiven Sell-off hier, ja, das waren ja dann auch schon auch hier 470 Pips, 480 Pips innerhalb kurzer Zeit, das war schon heftig. Wenngleich das Währungspaar Austral-Dollar Yen innerhalb weniger Minuten, innerhalb kurzer Zeit im Rahmen des Flash Crash so eine Bewegung vollzogen hat. Und das zeigt auch, dass hier natürlich die Währungsmärkte heiß sind. Ja, heiß im Sinne von, hier kann ja alles passieren. Also da muss man wirklich mit allen Wassern gewaschen sein und man muss auch bereit sein, hier sozusagen ja in Kauf zu nehmen, dass der Markt auch durchaus einmal hier an der Stelle ja mehr oder weniger belehrt sozusagen, ja, mehr oder weniger sozusagen ja abholt oder hier auch eine neue Erkenntnis liefert nach dem Motto, jetzt pass mal lieber auf, lieber Junge, was hier geht. So, was geht eigentlich jetzt beim Euro-Britisch Pfund mit dem Schielen auf den Chart? Habe ich gesehen, dass die Position ausgestoppt wurde mit dem nachgezogenen Stop, der sich hier durch diesen Triggerpunkt ergab. Wir sehen auch jetzt hier das abschwächende Momentum. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, wir sind auch hier jetzt von den Währungsstärke-Indikationen in keinem Währungspaar auf dem M5. Na gut, Schweizer Franken Yen hier mit 73, aber ansonsten alles neutral, alles seitwärts. Das heißt hier diese zusammengezogene Phase, wenngleich Schweizer Franken hat hier ein Stück weit Schwäche forciert,
zuvor aber, wie gesagt, hochgelaufen, jetzt auch uninteressant. Es zieht sich derzeit alles seitwärts zusammen und beim Euro gegenüber dem britischen Pfund hat sich bestätigt, dass diese Seitwärtsphase jetzt hier sozusagen nicht aufgelöst wird im Rahmen dieser bullischen Fortsetzung, sondern das Währungspaar kommt so ein Stück weit ins Stocken. Ja, es holpert hier rum. Und wir haben ja hier die Punkte gerade gehabt, die Average, die ATR-Punkte sozusagen, und die haben hier sozusagen den Stop-Loss nachgezogen. Ja, und da gab es eben vor kurzem auch diesen Fill. Das heißt, das Risiko wurde schon ein Stück weit begrenzt um 3 Pips knapp, 2,5, 3 Pips. Und jetzt sehen wir aber auch hier eine negative Heike-Naschi-Kerze und das Momentum erschöpft sich. Leider Gottes. Das heißt, wir haben hier keinen Flow im Markt, der den Preis schön weiter nach oben treibt. Ja, jetzt kann sich das Ganze natürlich hier am Vortageshoch wieder stabilisieren, aber der Markt plätschert so rum. Und dann wären wir auch in dem Punkt, wo ich ja vorhin sagte, okay, Einstiegskerze hier, bullisch, wunderschön. Jetzt haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5 Perioden des Seitwärts. Jetzt kommt hier auch wieder eine negative Heike-Naschi-Kerze, die man, wie gesagt, jetzt nicht überwerten muss, aber die Zeit sozusagen spielt auch jetzt gegen einen. Denn hat man ein neues Tageshoch, hat man einen Ausbruch, hat man eine bullische Heike-Naschi-Kerze, dann sollte ja in der Regel auch das Momentum, der Drive zunehmen. Ja, und das hat hier schlichtweg gefehlt. Aber das hat nicht nur hier gefehlt bei dem Währungspaar, sondern schlichtweg bei allen. Schwarzer Franken Yen, den schauen wir uns jetzt nochmal an. Der mag so ein bisschen durch die Yen Konstellation interessant sein. Jetzt haben wir ein neues Tagestief gesehen. Lass uns da mal reingehen in den Chart. Ja, aber so richtig dynamisch ist das jetzt auch nicht. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, jetzt geht aber der Bär ab sozusagen. Ja, jetzt sind wir zwar aus der Asia-Range rausgetropft, ist ganz nett, aber was sehen wir im ersten Blick, im ersten View, liebe Leute? Das Momentum vom Rainbow im M15 bullisch. Es kippt zwar hier, also der Rainbow spinnt gerade, aber das ist jetzt ein Setup, wo ich sage, hier jetzt auf den Short zu setzen, ne, keineswegs. Da ist das Momentum einfach nicht klar genug. Und auch darum geht's, wie gesagt, immer und immer wieder. Man muss hier einfach nur das Momentum, also einfach nur, ist immer so lapidar gesagt, aber man muss hier im Rahmen des Trendgedankens vom Rainbow verschiedene Timeframes durchscannen und das Momentum filtern. Das heißt nie, dass es immer auch funktioniert, aber man ist sich zumindest einer Konstante sicherer, nämlich der, dass man hier einen klaren Trend identifiziert. Und dafür dient der Rainbow, der einfache Blick auf den Rainbow. Jetzt tausche ich mal hier, oder jetzt gehe ich mal hier in die M15, der Rainbow beschau. Jetzt warten wir mal, bis er das hochlädt hier gleich. Das sind jetzt praktisch 15 Template-Fenster. Mal einen kleinen Augenblick warten. Im Rahmen dessen, dass ich jetzt hier mag er gerade nicht. Warten wir mal kurz ab. Das ist immer, wenn man das neue Template lädt. Da muss man hier mal ein Stück weit abwarten. Und insofern gehen wir jetzt einfach mal, solange der jetzt hier das hochlädt, in die Beschau der größeren Timeframes. Was schreibt Christine hier gerade? Nur Tages- und Wochenchart wird von dir gehandelt nach Heike Naschi und Renko. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Renko-Charts, Heike Naschi-Charts. Also das ist, wie gesagt, aber auch da wirst du natürlich hier den Rainbow Schrägstrich, Rainbow ist vielleicht der falsche Ansatz, aber du wirst auch hier den Trendgedanken natürlich forcieren. Die Heike-Naschi-Kerzen liefern dir natürlich hier schöne Signale, ja, dass du hier sozusagen immer Step by Step in den Markt sozusagen gehst, aber du wirst ja natürlich, denke ich mal, auch gerade mit Renko und Heike-Naschi hier beobachten, wie die Trendtendenz ist. Renko ist da natürlich auch sehr gut für geeignet mit den Renko-Charts als solches. So, also, der Markt plätschert so dahin, in Anführungszeichen. Ist immer schade, wenn man das Momentum dann an der Stelle nicht erfasst. So, und jetzt hat er hier auch das hochgeladen, was er dann schon hochladen sollte. Es braucht man Zeit, wenn man hier den Markt sozusagen covert. Das ist jetzt mal ein Overview, wo man relativ simpel im M15-Chart sieht, welche Währungspaare interessant sein könnten. So, und da fällt auch gleich das britische Pfund auf, beziehungsweise hier die Schwäche des britischen Pfunds zum einen. Also wir haben hier im M15 einen negativen Chart beim britischen Pfund Schweizer Franken. Ja. Wir haben hier einen negativen Chart beim britischen Pfund Japanisch Yen. Und wir haben einen bullischen Chart beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Jetzt sehen wir hier, also klar aufgefächerte Rainbows. Also mit dieser Beschau, dieser 15 Währungspaare, fällt schon mal raus Austral-Dollar-Yen, Euro-Austral-Dollar, Euro-Yen jetzt dann,
British Pfund, US-Dollar, kippt schön nach unten. Die fallen aber alle raus, weil der Rainbow nicht klar genug strukturiert ist, inklusive der Price Action. Hier das britische Pfund kippt ja deutlich unter die gleitenden Durchschnitte, also der Preis kippt sozusagen nach unten zusammen. Was schön aussieht, ist der Australdollar, US-Dollar, aber da passt das übergeordnete Bild mit der Range sozusagen nicht mehr zusammen. Das muss man dann im Detail nochmal beleuchten. Hier Euro-Britisch Pfund auch interessant, aber der tüppelt so ein Stück weit seitwärts. Da fehlt halt eben aktuell das Momentum. Ja, deswegen Ente al dente. Spannend, Gold. Das wäre jetzt hier auch ein Topic gewesen, auch mit einem neuen Tageshoch. So. Wobei hier die Mini-Indikation läuft, das ist ja völlig falsch, das ist völlig paar falsche Preis-Action sehe ich gerade. Weil hier nämlich der Chart steht, sehe ich. Den habe ich das letzte Mal gar nicht mehr aktualisiert, so lange habe ich das Chartfenster schon gar nicht mehr benutzt. Wir hatten nämlich früher beim XAU US-Dollar zwei Symbole. Da gab es einmal die Mini-Symbole und einmal die volle Unze, die man handeln konnte. Das haben wir im letzten Jahr zusammengeworfen, deswegen steht der Preis. Siehst du, so kann man sich nämlich hier auch einem tückischen Verlauf unterwerfen, obgleich der Goldpreis generell auch derzeit bullisch daherkommt. Das können wir auch mal ganz schnell wieder aktualisieren hier. Ja, dann holen wir uns nämlich das neue Chartfenster rein, gehen auf M15 und dann werden wir das hier natürlich gleich mal umstellen. So. Da haben wir die aktuelle Price Action. Aber es deckt sich mit dem, dass wir hier einen bullischen Rainbow haben. Dann fügen wir das Fenster rein. Die Mickey Maus machen wir weg. So. Man kann das auch hier automatisch adaptieren lassen, nur dann mischt er mir den Goldpreis ganz zum Schluss. Und das will ich jetzt nicht. Deswegen baue ich das jetzt hier ein. Und damit haben wir das Chartfenster fertig. Können wir dieses Template dann gleich nochmal sichern. Am Ende des Tages. So. Und fertig. Da haben wir's. So, aber dieses Template erlaubt eben mit einem Blick, welche Währungspaare interessant sind. Und hier kippt jetzt sozusagen das Momentum sukzessive runter. Man sieht hier auch jetzt Euro-Britisch Pfund sieht so schön aus, aber der kommt nicht vom Fleck. Das ist halt ja, immer das Wunschkonzert, was man hier sozusagen hat. Profil speichern, na klar. Was schreibst du gerade, Andreas? Ein Fehlbild, dass dir sowas auch passiert. Ja, das ist lustig. Du meinst jetzt das Fehlbild hier mit diesem Goldchart, ja? Ja, ist richtig. Also das ist tatsächlich etwas. Das Template hatte ich hier tatsächlich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr aufgerufen. Dieses, wie gesagt, das habe ich hier auch in anderen Timeframes noch. Aber das wurde natürlich hier schnell wieder gerade gerückt. So. Fahren wir mal weiter fort, was hier abgeht. Profil speichern, exakt. Martha, du schießt nochmal den zweiten Short ab. Okay, wir gehen dann mal in das andere Fenster rein und schauen uns das gleich mal an. British Pfund Cut für die Martha. Ich lade jetzt gerade nochmal das andere Profil und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Also britische Pfund heute ja, wie gesagt, eh ein Stück weit schwächer unterwegs. Hier können wir noch gleich nochmal zu einer Einschätzung des letzten Jahres kommen. Britische Pfund hatte ich ja hochgradig bärisch gesehen. Und hätte mir über den Jahreswechsel hinweg auch wirklich einen Ausbruch nach unten gewünscht. Hier gab es übrigens dann am 2.1. auch beim britischen Pfund einen auf die Mütze. Ja, das war der Flash Crash. Das hat auch andere Währungspaare sozusagen mit in den Orbit der Schwäche oder eben Ausbruchstärke, je nachdem, wie man sieht, gezogen. Aber letztlich fehlt es hier dann weiter in Richtung 1,2115. Das war ja hier mein Idealziel, abzudriften. Da hätte man nämlich hier die Niveaus aus 2016, 17 gehabt. Und hier gab es so eine Art umgekehrte SKS-Formation, ja, invers. Aber das Niveau hätte ich gern nochmal gesehen. Ja, aber der Preis, gerade zum Jahreshandel, war Jahreswechsel, dünner Handel, Seitwärtsphase. Okay, letztlich ging es sich nicht auf. Und jetzt hat das britische Pfund so ein Stück weit Momentum bewiesen, aber Brexit, das Damoklesschwert schwingt über den Pfund-Pairs. Hier kann es jederzeit immer wieder Eskalationsbewegungen geben, die sehr schnell, sehr dynamisch ausfallen können. Und damit muss man einfach rechnen, ja, dass hier der Markt einem sozusagen ein Schnippchen schlägt. Ja, wenn nämlich, so schön das Setup auch ist,
von der News-Seite, vom fundamentalen Aspekt hier plötzlich wieder was in den Markt strömt, sei es jetzt eben bei Notenbanken oder Notenbankentscheiden oder eben sei es beim Brexit hier die Newslage, die den Markt wieder komplett durchspült, damit muss man mit allen Wassern gewaschen sein. Und das kann eben hier auch beim britischen Pfund dann die grundsätzliche eingeschlagene Tendenz auch rasch umkehren. Das britische Pfund seit dem Brexit im Prinzip auch sehr volatil angelegt, auch ein schönes Handelspaar, weil da geht vom Momentum her durchaus was, obgleich heute hier dann ein Stück weit die Fahrkarte zu sehen ist. So, hier nochmal den MetaTrader, British Pfund Cut hast du gesagt. Marta, den habe ich ja wie gesagt rausgestrichen, fand ich per se ja jetzt nicht so spannend. Warte mal, muss ich mal den hier rausnehmen. So, jetzt haben wir es. Gucken wir uns den doch nochmal an, mit einem neuen Tagestief dann sehr wahrscheinlich. Nummer 2 Short im Moment. Ich bin schon raus mit neuem Tagestief. Naja, hier mein Minutenchart hat man hier diese neuen Tagestiefs gesehen. Da ist natürlich die Martha, die sozusagen die Rainbow-Schule früherer Natur genossen hat, hochaggressiv unterwegs. Ja, also das muss einem wirklich liegen, Martha, aber Respekt, dass du da meinetwegen hier wieder das Tagestief eingecatcht hast. Aber das ist natürlich auch Hochfrequenz-Trading, wo man sagt, das ist nicht für jede Natur, ne? Also um einen Minuten-Short klebend. Respekt, Martha hat den Trade, wie sie schreibt, eingefahren. Gut, was haben wir hier beim Euro-US-Dollar? Die Asia-Range jetzt verlassen. Spannend. Also hier, Vortageshoch, die 1,1540 verabschiedet sich so langsam. Sieht jetzt eher so aus, als würden wir diesen Auftrieb vom gestern konsolidieren und hier vielleicht die Average Daily Range abschöpfen auf der Südseite und das Vorwochenhoch touchieren. Ja, also hier Euro-US-Dollar, gehen wir auch direkt nochmal in den Tagesschart, im Endeffekt mit einem Seitwärtsgeschiebe. Moment. Vorwochenhoch war hier bei 1,14 oder 1,15 rund. Das heißt, genau hier wären wir, da wären wir in der Mitte der gestrigen Ausbruchskerze. Und dann sollte sich zeigen, was die Marktteilnehmer draus machen. Weil mal zur Kenntnisnahme, wenn man solche Momentumkerzen hat, solche Power Candles, so werden sie bei dem einen oder anderen genannt, dann muss man hier diese Power Candles immer so berücksichtigen, dass diese nicht mehr als die Hälfte konsolidiert werden sollten. Das heißt also, das Momentum, was hier reinkam, obgleich das jetzt hier im Vergleich der ATR, ADR mit Blick auf die letzten Wochen jetzt nicht wirklich die massive Power Candle ist. Eine Power Candle sollte immer ein deutlich größeres Maß aufweisen als alle Vortageskerzen. Das können wir uns jetzt beim Australdollar dann gerne mal anschauen. Aber letztlich eine solche Kerze sollte nicht mehr als 50% korrigiert werden, um sozusagen das Kapital, das ist ein bisschen das Verständnis hinter dieser Kerze, was hier reingegangen ist, nicht wieder abzustrafen. Das heißt, wenn man, egal ob nach Norden oder Süden, man so eine große Kerze hat, sollte eine Konsolidierung nicht mehr als 50 oder Fibo-Level, 61er-Level unterschreiten. Aber es ist schon kritisch. Idealerweise dreht das Ganze ab der Hälfte einer solchen Kerze und der Markt fängt wieder an, nach oben zu laufen. Ja? So, das wäre dann hier im Idealfall beim Vorwochenhoch der Fall. So, hoch war hier bei 1, ja, 14,96, also knapp oder rund 1,15. Hier soll der Preis zum Stehen kommen. Schade auf jeden Fall, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar sich hier über der 1,1540 jetzt offenbar nicht halten kann und sozusagen rumplätschert und jetzt auch eben nach unten geht. Sehen wir hier deutlich, also dass er jetzt weiter nach unten driftet, würde ich jetzt mal als gar nicht so ungefährlich erachten. Hier auch zum Trade Euro-British Pound. Der hat sozusagen jetzt hier ja, das bestätigt, was wir angenommen hatten. Ja, das heißt, das Momentum ist übergeordnet da. Die bullischen Heike-Naschi-Kerzen bestätigten eigentlich einen Ausbruch. Um Lars hier nochmal abzuholen an der Stelle, du hast gerade gefragt, was der Einstiegsgrund war. Der Ausbruch auf ein neues Tageshoch, das Verlassen der Asia-Range und die bullische Heike-Naschi-Kerzenformation hier. Ja, das war der Grund, hier den Entry zu suchen, im Rahmen dessen, dass dann im weiteren Tagesverlauf mit diesem bullischen Grundtenor hier diese Daily Range abgefasst wird.
Das war die Trade-Idee. Und dazu hätte sich das Momentum aber weiter entfalten müssen, Schrägstrich sollen. So, jetzt ist das Ganze hier schon ein Stück weit erschöpft gewesen. Man kann jetzt Retroperspektive natürlich sagen, okay, nach dieser bullischen Heike-Naschi-Kerzen kamen hier schon die ersten neutralen Kerzen, die ein Stück weit, ja, warnten vor diesem mangelnden Momentum. Und jetzt setze ich hier, und das ist eine schöne Verkaufskerze auch wieder, die ist relativ klar. Zoomen wir das nochmal rein direkt. So. Hier, diese Verkaufskerze wird jetzt durch diese neue Schwächekerze bestätigt, aber es interessiert mich nicht. Ich würde jetzt hier auf keinen Fall short gehen, weil das Grundmomentum bullisch ist. Ja? Eher noch würde ich dann suchen, wenn hier wieder weiße bullische Kerzen kommen, in diesen Trend reinzuspringen, um nach oben diesen mitzuhandeln. Aber de facto hat sich dieses Trading-Setup, die Idee auf jeden Fall jetzt erledigt, weil der Preis eben nach oben nicht rauskam, Lars. Jetzt auch das Vortageshoch nochmal unterschreitet, die Asia-Range unterschreitet, und jetzt eben sozusagen hier ein Stück weit die Luft raus ist. Jetzt plätschert es sehr wahrscheinlich so dahin, wenn man es mal so sagen darf. Also im Prinzip unspannend, und die Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt, was aber völlig normal ist, was ja auch beim Trading keine Überraschung ist oder irgendwie eine Neuheit. Das heißt, man wird immer wieder mal von der Trading-Idee, die man hatte, sozusagen ja, enttäuscht, kann man sagen. Ja, sie ging nicht auf. Aber das muss man mit einem kalkulierten Risiko abhaken, weil man eben keine Trefferquote von 100% hat. Im Gegenteil, man hat hier eher Trefferquoten, je nach System, ja, zwischen 40 und 70%. Also Ausbruchssysteme haben eine sehr hohe Trefferquote, weil man auch keine Trendbewegungen größerer Natur mitnimmt. Trendfolgebewegungen, gerade Trend-Trading, hat Trefferquoten, die sind in der Regel unter 50, 45%. Ja, aber warum gewinnt man trotzdem? Weil man hier mit Chance-Risiko-Parametern arbeitet, die im Prinzip das zweifache, Schrägstrich dreifache R, also Risiko, was man eingeht, im Rahmen des Trendgedankens als Profit sozusagen erwarten. Das heißt, man kann hier auch mit Trefferquoten von deutlich unter 50%, wenn man Trend-Trading betreibt, ganz klar profitabel sein. Deswegen ist so eine Trefferquote, einfach nur die Trefferquote, 75% oder 80%ige Trefferquote, überhaupt nicht relevant, weil ein Trader mit so einer hohen Trefferquote kann trotzdem wesentlich schlechtere Ergebnisse aufweisen als ein Trader, der jetzt hier mit einer Trendfolgestrategie von einer Trefferquote beispielsweise von 39% daherkommt. Ja, das ist immer ganz wichtig. Das muss man im Gesamtkontext sehen. So, also. Hier, Euro-Britisch Pfund zeigt jetzt aber auch hier die Momentumstärke. Hier ist jetzt alles wieder in sich zusammengebrochen. Also die Trendbewegungen per se haben hier leider keine Fahrt aufgenommen. Euro-US-Dollar für den einen oder anderen hier mit diesem Ausbruch aus der Asia-Range dennoch vielleicht interessant. Für mich vom Momentum her aber nicht wirklich. Liegt auch in der Ursache begründet, dass wir eben gestern hier einen schönen Ausbruch gesehen haben. Alles sehr bullisch war. Insofern hätte ich mir auch bei einer Stabilisierung über 1,1540 gewünscht, dass wir hier eben weiter nach oben laufen und tendenziell, das hatten wir auf Tagesbasis vorhin, Euro-US-Dollar eben hier in Richtung 1,17 plus 1,18 sogar ansteigen könnte. Ja? So. Jetzt sehe ich hier gerade die Orders, die der Markus, nicht wundern, hier sozusagen reinstellt. Ja. Beim DAX, ist ja unser DAX-Trader. Auch hier nochmal ein Hinweis, liebe Leute. Ich versuch's gerade. Ah! Ah! Da ist der Markus. Ich krieg einen Vogel. Ja, servus. Das ist ja eine Überraschung. Ich versuch's gerade in diesen Seitwärts-DAX irgendwie Du reinzukommen. Nicht Wahnsinniger. wundern, einfach weitermachen. Ach, das, du Wahnsinniger, guck mal an. Siehst du, ich denke mir gerade, ich gucke so auf dem Chart, denke mir, spielt doch der Markus gerade rum. Witzige Geschichte, liebe Leute, wollte ich euch gerade zeigen. Auch Markus Klebe ist ja bei uns hier am Start im Rahmen von dem DAX Long Short Opening, Schrägstrich US Bell, zeige ich euch gleich mal auf dem Desktop. Und Markus ist so ein Stück weit ja, indexaffin, ja. Also das sehen wir hier auch hier beim DAX. Der Markus mag hier den DAX sehr gern traden. Und insofern hat er sich jetzt auch hier mal in das Webinar mit reingeschummelt. Seit wann bist denn du da? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Schon Weilchen. Ach, schon ein Weilchen, sagst du. Der Markus, das habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt. Guck an. Aber so ist es eben, ne? Ja, also hier Euro-US-Dollar kippt schön nach unten weg. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber wäre für mich, wie gesagt, unter Momentumsgesichtspunkten überhaupt kein Thema gewesen. Der Markus, hier wie gesagt, gerade im DAX-Affin, und das will ich euch nochmal kurz zeigen, da haben wir hier unseren JFD-Desktop, Schrägstrich unseren YouTube-Channel, ja, wo der Markus hier jeden Morgen aufläuft und sozusagen ja, den Markt covert.
für euch Trading-Idee schnitzt und eben auch hier live Long- und Short-Signale beim DAX eben rausfeuert, schrägstrich auch diese natürlich begleitet. Also insofern schaut's da gerne vorbei. Hier gibt's auf unserem JFD-Desktop, ich stelle den dann auch gleich mal im Chat, für alle die das noch nicht kennen, weil es ist tatsächlich immer wieder so, dass die Leute das nicht kennen. Hier sozusagen die Ankündigung und dann geht's hier in diesem Live-Fenster sozusagen los, okay? Und andernfalls könnt ihr das Ganze auch natürlich direkt bei YouTube schauen, auf unserem YouTube-Channel, auch den stelle ich gerne mal rein, haben wir sozusagen hier natürlich auch in der Retroperspektive alle vergangenen Videos, ja, die könnt ihr euch gerne anschauen und aber natürlich auch die Live-Streams, die der Markus macht, die könnt ihr euch hier auch sozusagen im Nachgang nochmal anschauen und neben dem gibt es auch die Wochenanalyse und dergleichen, schaut es euch auf jeden Fall hier mal um, da gibt es einiges sozusagen zu erfahren. Okay, ich stelle auch den Link mal rein. Dann haben wir das an der Stelle auch. So, also Lars, dich habe ich abgeholt mit der Idee. Jetzt gehe ich nochmal hier in den Chartfenster vom Euro gegenüber dem britischen Pfund. Ja, also hier grundsätzlich mal den Ausbruchsansatz hier zu handeln. Wie gesagt, Ende aus Mickey Maus. Wir sehen das fehlende Momentum und jetzt ist der Markt so ein bisschen schläfrig unterwegs. Ja, also momentumtechnisch ist das jetzt ein Tag, wo ich sagen würde, okay, gehen wir doch einfach mal raus und rodeln ein bisschen hier in der schönen Schneelandschaft, weil de facto sich hier jetzt für mich gegenwärtig mit Blick auf die nächsten Minuten, Schrägstrich Stunden, wahrscheinlich überhaupt kein Setup entwickeln wird. Sei denn Martha skypt hier wieder um einen Minutenbereich rum, aber das ist, wie gesagt, per se für den einen oder anderen dann doch auch immer eine Sache, die, ja, ich will sagen, ein Stück weit zu anstrengend ist. Ja? Also die Martha hat aufgrund ihres Berufs da ja ohnehin immer nur gewisse Timeframes gehabt, die sie nutzen konnte und hat sich damit sozusagen angefreundet, dafür ihre Leidenschaft entdeckt und ihre Ideen entwickelt. Aber das muss man natürlich auch im Rahmen der Zeit erstmal erarbeiten. Ja, das ist ganz, ganz klar, dass sowas auch nicht jedem liegt. Hier auch da nochmal die Info am Rande, liebe Leute, einfach da immer ein Stück weit auf sein eigenes Trading-Profil schauen. Ja, was liegt mir überhaupt? Bin ich mehr der mit dem Trend geht? Bin ich eher einer, der auch gern antizyklisch gegen den Trend handelt? Bin ich so ein Ausbruchstrader? Mag ich überhaupt Intraday-Trading? Kann ich im 5-15 Stunden-Chart hier überhaupt irgendwas reißen? Oder ist mir das zu stressig? Habe ich überhaupt die zeitlichen Möglichkeiten dafür, etc., etc.? Also es gilt, das alles abzuwägen, um hier sozusagen seine Koordinierung im Universum des Marktes zu finden, ja, seine Koordinaten auszusetzen. Also was will man eigentlich? Markus selbst, du bist noch da, oder? Schon, ne? Also muss er sich wieder anstöpseln, weil er wahrscheinlich gerade das Mikro ausgemacht hat. Völlig richtig. Ich musste erstmal wieder das Mikro anmachen. Ja, ich bin noch da. Ja, ja, genau. Ja, ja. Wie gesagt, wir machen ja gar nicht mehr so lange. Also für mich lutscht sich der Markt gerade aus, aber da du ja sozusagen als Gast gerade mal kurz da bist, muss ich dich dann noch mal verhaften. Wie ist denn da deine Affinität im Rahmen vom Trading? Also sag mal, bist du da fokussiert rein aufs Intraday-Trading? Liegt dir das oder bist du auch mehr einer, der auch mal hier und da einen Swing absetzt und auch mal so eine Position hier über Tage oder Wochen gar hält? Wie ist das da bei dir so? Also relativ selten, dass ich Positionen wirklich so über Wochen halte, über mehrere Tage, kommt auch selten vor, aber kommt vor. Also es ist schon hauptsächlich im Daytrading, im täglichen Handel, dass ich versuche, dort in den Tagesschwankungen aktiv zu sein. Also wie man gerade sieht, eben auch mit sehr, sehr kleinen Risiken, die hier dann offen sind. Also heute bewegt sich im DAX auch gar nichts, genauso wie scheinbar in den Währungen. Und ich habe da jetzt auch schon zweimal gerade mit ganz, ganz kleinem Risiko auf die Mütze bekommen. Und das Ziel ist dann eben aus den Tagesbewegungen, die im DAX aktuell recht hoch sind, Bereich 180, 200 Punkten am Tag bewegt sich der Markt, dass ich da eben versuche, dann was rauszuschneiden. Ne? Sehen wir auch hier, genau, die Average Daily Range, wie du gerade sagst. Wir sind hier mit Blick auf die letzten 10 Tage hier 208 Punkte unterwegs. Der DAX aktuell 97, das heißt, da geht noch was. Also kann auf jeden Fall die doppelte Spanne nochmal draufkommen. Sehen wir auch hier, wenn wir den Chart mal so ein bisschen stauchen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch theoretische Hoch heute im Bereich hier knapp 11.000, theoretische Tief 10.675. Also je nachdem, wie er die Range heute hier auflöst und du hast ja hier die Sell-Idee grundsätzlich, könnte er da nach unten wegdriften. Aber das ist es eben. Das sagte ich auch vorhin, liebe Leute, man muss sich hier auf die Lauer setzen und wenn es einem liegt oder man eben insbesondere auch die Zeit hat, also das ist auch etwas, wo man wirklich mit sich ins Gericht gehen muss, habe ich überhaupt die zeitliche Perspektive, den Markt zu covern? Und es gibt eben Tage, da kriegt man ein paar Mal auf die Mütze.
Grenze. Da wird man abgeholt, auch wenn man auf die Jagd geht. Man hat leider hier eine Fehlentscheidung, einen Fehltrade gemacht. Aber dann muss man natürlich an den Folgetagen auch die zeitliche Verfügbarkeit haben, kontinuierlich den Markt zu covern. Ja, es bringt jetzt nichts, wenn man zum Beispiel sagt, also ich habe jetzt jeden Mittwoch 2 Stunden Zeit, den 1-Minuten-Chart zu scalpen. Ja, super. Also, dass man da erfolgreich wird, das halte ich für ein Gerücht, weil man muss hier kontinuierlich am Markt bleiben und muss auch verschiedene Marktphasen, die eben auch mal langweilig sein können oder eben dann mit Dynamik beseelt sind. Nur wann diese Dynamik einsetzt, wann die Volatilität einen hier sozusagen in die richtige Richtung schiebt, das weiß man ja im Vornherein nicht. Das heißt, hier muss man wirklich die zeitliche Verfügbarkeit mitbringen. Ja, und Markus ist ja, wie gesagt, schon lange im Trading-Geschäft und hat hier natürlich dann auch eben die Möglichkeiten, das entsprechend auszunutzen und hier eben auch mehrere Versuche zu starten. Ja, hier mehrere Versuche im Markt zu handeln und das eben aber auch tagtäglich. Und das ist ja auch ganz wichtig, um eben hier ganz klar seinen Weg zu finden. So, Andreas schreibt. Genau, also man muss natürlich Zeit mitbringen. Das ist definitiv. Genau. Und vor allen Dingen dann jetzt hier heute, wenn das Ding jetzt hier schief geht, dann war es das für Vormittag auch erstmal, weil dann ist erstmal auch für heute nicht mehr so viel zu erwarten am Vormittag, 10:30. Ja, da ist dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel. Ne? Ja, das ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Genau, dann tropft der Markt so ein Stück weit aus. Ich meine, wir hatten ja heute Morgen auch die News-Seite mal betrachtet. Da kam jetzt hier von der EU hier, das Protokoll zur EZB-Sitzung haut jetzt sicherlich den Markt nicht um. Heute Morgen Frankreich, Italien auch nicht so stark. Die Erstanträge sind vielleicht was hier ab 14:30, da kann es nochmal spannend werden. Aber das sagte ich auch heute Morgen schon, das war zu früheren Zeiten nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist ja heute auch nicht mehr. Das kommt heute, ja? Okay. Genau, heute 10.1. Okay. Aber das sind nicht die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, also jetzt nicht verwechseln mit den Non-Farm Payrolls. Das ist hier der Donnerstagsbericht im Vergleich zur Vorwoche immer. Also es sind nicht die Non-Farm Payrolls. Ja. Genau. Okay. Genau, das ist im Prinzip das, was jeden Donnerstag 14:30 kam und da war früher, aber ich sag jetzt mal vor, wann war das? Ja, doch 10 Jahren plus, war da auf jeden Fall an diesem Donnerstag auch noch wesentlich mehr Bewegung im Markt, als das heute ist. Also das ist jetzt das Ticker drüber und dann gibt es mal ein paar Punkte Ausschlag und da war's das schon. Also das war früher auch durchaus mit mehr Volatilität gesegnet. Also insofern heute plätschert es wahrscheinlich so hin. Kanada bleibt interessant. Wie gesagt, ich hatte heute Morgen ja schon gezeigt, den US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar. Den finde ich als Swing Trade sehr interessant. Das nehme ich auch hier nochmal auf. Der sich jetzt hier aber auch wieder, wie gesagt, jetzt schon nach oben schiebt. Also das ist eine schöne Situation, die, wenn der hier nochmal zurückkommt, auf jeden Fall kaufenswert scheint. Man sollte hier überlegen, ob man um 1,32 hier sozusagen nochmal einen Entry findet. Die Frage ist, ob der jetzt hier eben direkt aufgrund der großen Vortagesschwäche nach oben durchgeht oder ob er hier noch ein Stück weit konsolidiert und man das Schnäppchen sozusagen noch bekommt. Aber das halte ich für sehr, sehr interessant. Also hier rechne ich durchaus kurzfristig mit einem Erholungsimpuls, den man spielen könnte. Also das sieht charttechnisch interessant aus. Das einfach mal auf der Agenda haben. Was hat denn der Markus eigentlich heute Morgen im Radar gehabt? WTI hatten wir. Ach, hast du gehabt. Interessant. Ja. Und ausgestoppt im DAX gerade. Ah, ja gut. That's trading. Jetzt habe ich deine WTI-Analyse nicht gesehen. Siehst du den weiter bullish oder was passiert da? Also der Kerngedanke ist ja immer noch, dass der Markt gegebenenfalls seine Kernrichtung abwärts, die er da seit Monaten quasi jetzt aufgebaut hat, vielleicht nochmal aufnimmt. Allerdings schon so ein bisschen ungünstig in dieser Schiebezone drin hängt, die man da sieht, wo er jetzt links drin läuft. Und wenn der jetzt im kleineren Zeitframe eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs anfängt aufzubauen und damit gleichzeitig wahrscheinlich schon eben unterhalb von 51 rangiert, dann wäre es gegebenenfalls denkbar, dass er dann erst mal wieder gen Süden wegdriftet. Und wie ich das so sehe, hast du das in einer ähnlichen Art und Weise eingezeichnet. Das ist ja, du Fuchs. Exakt, ich hatte hier zum Wochenauftakt hatte ich hier WTI und den kanadischen Dollar im Fokus. Ah ja, okay. Und da war genau die Idee wo ich jetzt aber eben sage, ich hätte mir hier noch ein Stück weit mehr spucken. Ich hatte es heute vorhin gesagt, also wir haben hier beim US-Dollar-Cut hier genau die Zone hier erwischt, so um 1,3180, 1,32 und gestern habe ich praktisch hier dieses Profil mal gezeichnet unter Chance-Risiko-Verhältnissen, also ein schönes Setup und die Idee war tatsächlich, dass Öl, und das ist ja hier die negative Korrelation, wenn der Ölpreis wieder fällt, dann neigt der Dollar oder US-Dollar-Cut speziell auch wieder zur Stärke und genau das ist das Setup, was ich hier auch als Idee am Montag gezeichnet habe und ja, der Fahrplan ist fast schon
aufgegangen. Jetzt wäre es noch schön, also vom, gut, da ist wieder hätte Fahrradkette, wäre schön, wenn man hier nochmal ein schönes Hoch kriegt, der hier wirklich nochmal reinläuft in diese Schiebezone, wie du sagst. Also sich hier so ein bisschen austobt noch, um dann ja hier im weiteren Januarverlauf nach unten abzukippen. Also das wäre mein Wunschszenario. Und schön, dass du es genauso siehst. Das ist ja nicht immer so, dass die Analysten und Trader einer Meinung sind, aber das macht den Markt ja am Ende des Tages aus. Richtig, richtig, genau. Ja, wäre schlimm, wenn man in eine Richtung denken könnte, dann wäre ja praktisch die eine Seite, ob Angebot oder Nachfrage, dann völlig leer und dann hätten wir schlichtweg keine Marktverhältnisse. Also das muss man natürlich immer genauso ins Kalkül ziehen. Okay. WTI, interessant, wie gesagt, ich habe das heute Morgen gar nicht gesehen, was du dir da reingezogen hast. Ich muss das hier nochmal updaten. Aber das, liebe Leute, nochmal als Hinweis, wer den Markus und das DAX-Trading sozusagen vollziehen will, oder sage ich mal auch hier betreut wissen will, schaut auf unseren YouTube-Channel. Hier läuft immer der Live-Channel, / auf unserem JFD-Desktop. Ja, da könnt ihr euch den Markus immer reinziehen. Und da gibt es, wie gesagt, zum US-Markt ein Opening. Meistens 15:45, kann sich aber auch verschieben. Hier gibt es dann immer die Updates, wann das Ganze entsprechend losgeht. Also da hält er euch immer auf dem Laufenden. Da könnt ihr auch hier in der Chat- und Kommentarfunktion entsprechend wirken. So, jetzt gucken wir mal, was noch grob abgibt am Markt. Euro Schweizer Franken, den zeige ich euch auch nochmal, den finde ich jetzt ganz spannend. Das war übrigens ein Währungspaar, was ich heute für das Radar im Fokus hatte. Wenn für euch interessant, wie gesagt, nehme ich den gern mal in den View ganz kurz, halte ich auf jeden Fall für spannend. So, aber das ist hier ein Rumgeplätschere. Das ist immer schade, wenn die Volatilität so ein bisschen austrocknet, aber da kann man nichts machen. Das ist eben das, dass man sich hier mit dem Gedanken anfreunden muss, viel Zeit in der Beobachtung zu verbringen. Ja, wie beim Jäger, der legt sich da auf die Lauer und der feuert eben ab, wenn es die Chancen gibt. Und da muss man manchmal auch ein Stück weit drauf warten. So, Euro Schweizer Franken, den nehme ich jetzt mal für euch unter die Lupe. Dieses Währungspaar ist ja der Schweizer Franken-Crash lässt grüßen im Jahr 2015 massiv interessant gewesen damals und hat auch massive Brokerpleiten, Schieflagen erzeugt. Und hier hatten wir zuletzt im Frühjahr des laufenden Jahres den Touch an die magische Marke von 1,20, also die Interventionsmarke, die ja hier am 15. Januar 2015 aufgegeben wurde. Hier schöne Formation und dann, ja, als hätte es so sollen sein, der Preis hat es nicht geschafft, diese frühere Interventionsmarke, die von oben sozusagen gedeckelt wurde, nach oben rauszuziehen, sondern dann wurde vielmehr hier die weitere Schwäche präferiert. Und für mein Dafürhalten, liebe Leute, sehe ich den Euro gegenüber dem Schweizer Franken weiter abdriften. Ja, wir haben hier, da zeige ich euch gerne mal das große Chartbild, die Situation, das ist die Zielzone, die ich eigentlich erwarte. Das ist die Marke von 1,1050 etwa. Und wir haben hier die Situation, dass, und diesen Trade hatte ich letztes Jahr auch vorgestellt und auch durchgeführt, das war hier ein schöner Trade unter Chance-Risikos-Gesichtspunkten. Den hätte ich damals auch gern schon bis in die Marke von oder zur Richtung von 1,1050 geführt. Aber ja, wie gesagt, wir sind hier nicht im Wunschkonzert. De facto ist der Preis in einer Schwächephase und die Spekulation wäre jetzt gegenwärtig die, dass wenn der Preis neue Tiefs macht, also entweder, also meines Dafürhaltens schon um die Marke von 1,12, also ein Daily Close unter dem gestrigen Tagestief, was hatten wir da, 1,1209, also und dann noch die runde Hausnummer nehmen wir nochmal dazu, unter 1,12 wird es spannend. Wer ganz sicher gehen will, aber was ist schon sicher an den Märkten, der verkauft sozusagen das neue Reaktionstief. Und da haben wir hier eine schöne Zone, so, da, so, da haben wir hier die Preis-Action, grün. Das heißt, wenn wir hier die Tiefs vom September unterschreiten und die Tiefs der Vorwoche, liegt per se hier ein prozyklisches Verkaufssignal vor. Und im Rahmen dieser, ja, jetzt ganz klar laufenden Abwärtsbewegung rechne ich damit, dass wir dann hier in Richtung 1,10, 1,1050 korrigieren. Das mal, liebe Leute, als schöne Trading-Idee für den Euro-Schweizer Franken, den ich vielleicht dann morgen beim Radar covern werde, wenn der heute hier nicht mehr so viel macht. Jetzt reinzugehen, halte ich für, ich will nicht sagen riskant, aber halte ich für ein Stück weit zu heiß, weil A kann das Ganze sich hier seitwärts noch über Tage und Wochen hinziehen, im Worst Case, oder er spuckt nochmal nach oben und ranged hier sozusagen umher, weil wie gesagt, der Abwärtsdruck, der sich hier mit diesem Scheitern um die Marke von 1,1450 ergeben hat, der ist raus, die Luft ist raus. Wir haben jetzt hier zum Jahresauftakt zwar das neue Tief im Rahmen des Flash Crashs gesehen, aber es fehlt jetzt hier so ein Stück weit der Abwärtsdruck und jetzt muss man halt sehen, ob er wirklich nach unten wegdriftet. Ich meine, der Ausbruch vom Euro-US-Dollar gestern im Rahmen der US-Notenbank-Geschichte hat hier so ein Stück weit den Euro wieder erstarken lassen
Und das kann jetzt durchaus dazu führen, dass es noch ein Stück weit zäh wird, aber haltet den Trade mal im Auge. Also hier ein neues Verlaufstief finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und deswegen würde ich auch hier eine weitere Schwäche präferieren. Euro, Schweizer Franken. Definitiv ein paar, was ich auch, sage ich mal, im Rahmen der Stützungskäufe der SNB über Jahre nicht angefasst habe, weil es gab ja damals nichts Einfaches, als hier Euro-Schweizer Franken Long zu spielen, weil ja die Schweizer Nationalbank, nicht wahr, die Marke von 1,20 hier massiv verteidigt. Dass das natürlich ein heißes Eisen ist im Rahmen dessen, dass man sagt, man stellt sich hier gegen den Devisenmarkt und gegen die Marktkräfte, das zeigte sich dann eben hier im Schweizer Franken-Crash, als das Ganze im Jahr 2015 abging. Und da nochmal hier eine kleine Geschichte, liebe Leute, hier, also ohne Worte. Ja, was hier passiert ist, da war ich live am Start, da gibt es auch ein Devisenradar dazu mit deutlich über 1000 Klicks Video, was ich dann direkt gefahren habe. Für mich war das in dem Moment damals wie so ein ja, fast irreal, weil ich sag mal, ich war auch hier schon seit vielen, vielen Jahren am Markt aktiv, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich dachte, es gibt eine Fehlstellung, eine Kursfehlstellung. Und hier sehen wir eben, wie massiv die Marke von 1,20 verteidigt wurde von der SNB über Jahre hinweg. Und dann entlud sich innerhalb von Sekunden und Minuten das, was hier künstlich über 2, 3 Jahre verteidigt wurde. Der Markt hat hier einfach wieder Realität erzeugt und hier sozusagen die Verhältnisse ausgeglichen. Und das war eben hier eine Schwäche des Euros gegenüber dem Schweizer Franken. Und wusch knallte er nach unten. Und das waren wirklich eskalative Verhältnisse. Und sowas sieht man eben selten. Aber es war auch etwas, wo man sagt, wenn die Notenbanken da mitspielen, dann ist es immer ein heißes Thema. Und man sah auch hier bei der Schweizer Nationalbank, dass letztlich da die Aufgabe erfolgte, trotz des Beten und Bettelns nach dem Motto, wir verteidigen die Marke. Ist ja genauso wie eure Rente ist sicher. Ja, da muss man mal aufpassen, wenn die höheren, sage ich mal, in höheren Funktionen sitzenden Leute, ob das jetzt in der Finanzpolitik oder in der generellen Politik ist, da gewisse Statements rauswerfen, muss man da immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, will ich mal sagen. Was haben wir aber heute hier? An der Stelle danke, Andi, für den Tipp. Die Kryptos brechen heute weg. Ja, wir haben ja auch hier die Situation, also Krypto-Trading bei JFD, kommissionsfrei am Ende des Tages, liebe Leute. Ihr könnt hier die Kryptos rein auf dem Spread handeln. Und insofern hier natürlich Kryptos hochvolatil. Wir wissen alle, was letztes Jahr abging zum November, Dezember und überhaupt im Rahmen der Performance-Entwicklung. Seither alle Kryptos in einer großen Korrekturphase. Und den Bitcoin selbst habe ich ja auch unlängst gecovert. Hier haben wir eine schöne Dreiecksformation und die Idee ist schon, dass der eigentlich ja jetzt weiter nach unten abdriftet, weil die 3.000-Dollar-Marke steht hier eigentlich noch aus. Was er jetzt nicht gemacht hat, ist hier nochmal so ein Stück weit nach oben ein Fake-Manöver zu vollziehen. Das wäre ja so das gewesen, wo ich immer sage, das wird typisch. Das war die Idee. Jetzt dreht er gleich nach unten weg, wie alle anderen Kryptos auch. Und insofern weitere Schwäche eigentlich unmittelbar zu erwarten. Und ich rechne schon damit, dass wir die Tiefs vom Dezember nochmal testen. Schrägstrich, dass wir hier auch die Marke von 3.000 Dollar je Coin hier nochmal anlaufen. Ja, also insofern eine interessante Info. Und die Kryptos könnt ihr natürlich auch bei uns Long und Short handeln. Und was auch wichtig ist, liebe Leute, an einem regulierten Markt. Ja, es ist natürlich ein CFD, aber es ist ein regulierter Markt. Und insofern A, ist eure Einlage sicher, B, seid ihr hier an einer echten, transparenten Ausführung beteiligt und das Ganze ohne Kommission bringt ja am Ende des Tages Vorteile im Handel. Genau. Und die Kryptos weisen ja hier durchaus Volatilitäten auf, wie ihr hier seht. Ja, also da muss man mal schauen, dass wir hier ungehebelt zweistellige Prozentwerte aufweisen und das kann hier tagtäglich Einzug halten. Also die Kryptos, wer da hier Bewegung sucht, der ist da sicherlich gut beseelt. Und wir bei JFD haben jetzt hier die Top 5 sozusagen. Mittelfristig weiterer Aufbau nicht unwahrscheinlich, aber natürlich wird man hier nicht den Kryptowährung XY anstelle von 3.200, also irgend so einen irrationalen Krypto-Coin, der da entwickelt wurde, hier zum Handel zur Verfügung stellen. Nein, wird man mit Sicherheit nicht. Und insofern ganz wichtig, dass man da auch immer wieder ins Kalkül zieht, dass man sich hier auf die Großen konzentrieren sollte. Ist genauso auch bei den Währungen. Ich habe ja vorhin gesagt, hier die Top 28, das ist es, worauf es ankommt. Übrigens schön zu sehen, dass das britische Pfund komplett umkehrt. Insofern auch hier nochmal das schöne Beispiel. Jetzt zeige ich nochmal den Chart.
vom Euro-Britisch-Pfund, ja, dass man hier trotz des schönen Momentums natürlich mit Stops arbeiten muss, liebe Leute. Ja. Kalkuliertes Risiko. Was stört mich, wenn der Trade nicht aufgeht? Viel schlimmer noch, ich mache einen Trade und setze keinen Stopp und setze mich dem Prinzip der Hoffnung aus. Ja. Hoffen gehört in die Kirche. Da kann ich glauben und hoffen, dass es da in die eine oder andere Richtung von meinen Wunschvorstellungen geht. An den Märkten ist das völlig deplatziert. Das heißt, so schön das Setup auch hier ist und war, und so bullisch es sich anlief, das Momentum trocknete aus, der Markt ging wieder zurück und hier zieht man dann die kalkulierte Reißleine. Man steigt aus dem Markt aus und sagt Ende, alte Ende. Ja. Hätte man es nicht gemacht, schaut man jetzt sozusagen hinterher und wirft sich oder unterwirft sich dem Prinzip Hoffnung nach dem Motto, ach herrje, das kommt schon noch. Ne? Jetzt sind wir ja hier, der Rainbow ist noch bullisch, bla bla bla. Verzeiht die Direktheit, aber da muss man wirklich sagen, wer hier nicht vorher sein Risiko kalkuliert und im Trading dann auf das Prinzip Hoffnung setzt, der geht auf ein ganz dünnes Eis. Und da ist eigentlich die Accountvernichtung, so bitterlich sich das anhört, aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen vorher das kalkulierte Risiko, dann eine entsprechende Erwartungshaltung an den Markt gepinnt und dann lasst ihr den Markt entscheiden. Und auch hier nochmal, da wiederhole ich mich gern, das Einzige, was ihr kontrollieren könnt, ist das Risiko. Ist der Trade im Markt, dann seid ihr dem Marktfängen ausgeliefert und dann ist es nur noch eurer Analyse, euren Trading Skills und eurem Risiko- und Money Management überlassen, wie das Ganze ausgeht. Ja, also besser gesagt, in der Vorbereitung. Und dann gilt es abzuwarten, was einem der Markt dann darbietet. Und wenn es nicht aufgeht, was wie gesagt auch keine Schande ist und beim Trading völlig normal, dann muss man das kalkulierte Risiko mitnehmen. Und auch hier spannend, da hatte ich gestern noch ein interessantes Gespräch mit einem Kunden von JFD, der hier dann eben auch da an der einen oder anderen Stelle durchaus noch ein bisschen schwitzige Finger hat, Schweiß im Nacken, Schweiß auf der Stirn beim Trading und das ist natürlich ganz schlecht. Ja, das ist also das etwas, wo man einfach sagt, hey, da stimmt was im Risikomanagement nicht, beziehungsweise in der Trading-Ausrichtung, wenn man beim Trading solche Stressphasen hat. Natürlich ist es aufregend und es ist auch spannend, deswegen sind wir auch alle am Markt. Ich sag mal, Markus und ich haben da unsere Leidenschaften schon vor vielen, vielen Jahren entdeckt und entwickelt, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn der Punkt kommt, dass man sagt, Trading wird langweilig beziehungsweise zur Routine, dann hat man es eigentlich geschafft, weil man eben hier den Dschungelkick, ja, das Gambling, das Zocken sozusagen nicht mehr macht, sondern eben professionell vorgeht. Und das ist eben genau das, was man eben auch forcieren sollte. Und so schön die Setups sind, aufgehen tun sie nicht immer. Ja, wenn ich heute hier so ein Paradebeispiel, und ich kann mich noch an andere Webinare erinnern, da wurde der Entry abgeschossen und dann ging der Trade in die Richtung und alles schön, wunderbar. Da gibt es auch viele YouTube-Videos voll, wie leicht es ist, doch am Markt Geld zu verdienen. Nein, es ist auch schön mal zu zeigen, hey, man hat sein Risiko definiert, der Trade ging nicht auf und der Rest sozusagen wurde geregelt durch die vorherigen Planungen des Trades. Darum geht es mal per se. Okay, so, jetzt wollen wir mal gucken. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende. Der Markt plätschert seitwärts. Also wenn wir hier richtige Markt-Action haben oder hätten, können wir hier nochmal eine Stunde hinten dran legen. Aber ich glaube, so langsam werden wir uns dann dem Ende zuneigen. Andreas schreibt gerade, die Positionsgröße verkleinern. Ja, gebe ich dir recht. In Seitwärtsphasen auch hier mit dem Money Management ein bisschen spielen. Ja, also mal, und das unterscheidet übrigens auch die, sage ich mal, guten Trader von den wirklich guten Tradern, dass hier zur richtigen Zeit auch die Positionsgrößen mal hochgefahren werden. Ja, dass man sagt, okay, jetzt sehe ich hier ein starkes Momentum, okay, jetzt sehe ich hier Volumen, jetzt sehe ich, dass der Markt gewisses Potenzial entwickelt und dann wird auch positiv pyramidisiert zum Beispiel. Ja, dann geht der Markt hier in eine sehr, sehr bullische Richtung und dann kann man auch Positionen vergrößern. Und da sind auch teilweise dann Teilverkäufe durchaus legitim. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder eine sehr, sehr individuelle Geschichte im Rahmen von Pyramidisierungen. Was man sagen kann, wer es schafft, positive Pyramiden zu bauen, gerade auch mit dem Quäntchen des richtigen Momentums, was man erfasst, damit kann man wirklich sein Depot enorm nach oben schießen. Aber auch das ist etwas, wo man sagt, das braucht Zeit, das braucht Entwicklung, um sich hier im Markt sozusagen ja auch komfortabel bewegen zu können. Alright, liebe Leute, der Ottmar, der verabschiedet sich schon. Danke für das Dabeisein. In den tollen YouTube-Videos zeigen die Leute ohnehin ihre erfolgreichen Trades. Ja, es gibt, wie gesagt, viele. Es gibt auch viele, die natürlich auch dauerhaft, sage ich mal, erfolgreiche Trades setzen. Mit welcher Strategie ist dann immer die Frage? Ja, es gibt ja auch den ein oder anderen
Marktteilnehmer, der dann sozusagen über hunderte Tage hinweg nur Gewinntrades macht. Da muss man auch immer zwischen den Zeilen lesen, wie wird das gemacht? Und da sind wir dann beim Thema Hedging und negative Pyramidisierung und Ausskalieren und Einskalieren, also Scale-in, Scale-out. Da kann man natürlich auch hier viel ja, darstellen und auch repräsentieren. Wichtig für euch, das kann man sozusagen mal als Fazit mitnehmen, ist es, seine eigenen Trading-Skills zu entwickeln, durchaus bei JFD uns über die Schulter schauen, auch gern mal hier und da ein Buch in die Hand nehmen, Coachings nutzen, auf jeden Fall sich da weiterentwickeln und seinen eigenen Weg finden, um da sozusagen hier an den Märkten, egal in welchem Timeframe, ob im Trading oder investieren, dabei auf jeden Fall aktiv zu sein, weil es gibt ja wohl per se wohl kaum was Spannenderes als das allumfassende Universum der Märkte. Das ist ja schließlich das Leben, was sozusagen hier die, und da meine ich jetzt nicht nur die Kapitalmärkte, sondern die Märkte generell, die uns versorgen, die rohstofftechnisch, energietechnisch, wie auch immer, das hat ja unsere Zivilisation dahin gebracht, wo wir sind. Und ja, der Kapitalismus ist ein großer Bestandteil von, und wir als Spekulanten sind hier nicht die Bösewichte, sondern wir sind eher die, die gerade auch in extremen Marktphasen hier durchaus den Markt wieder auffangen an Situationen, wo viele Investoren schon den Hut nehmen. Also insofern ganz, ganz spannend und interessant. Also, es kommen schon die ersten Abschiedsreden rein. Minustrades mal keiner zeigen, das ist richtig, aber auch im Bestandteil der Märkte. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank für eure Teilnahme fürs heutige Live-Event. Nächste Woche haben wir auch nochmal eine Marktbeview, also eine Schau der großen Kapitalmärkte. Schaut auf unseren JFD Research-Bereich sehr gern. Schaut mal rum, welche Webinare euch da interessieren. Auch da nochmal ein Webinar zu den Add-ons wird es geben. Vielleicht macht das sogar der Markus wieder. Wir werden es mal sehen. Ansonsten schaut einfach auch die Livestreams. Das geben wir euch einfach als Content kostenlos mit. Und insofern danke ich an dieser Stelle für eure regsame Beteiligung im Chat. Wünsche allen auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Handelstag, der denn dann so dahin plätschert jetzt bisweilen. Und wenn es mehr Spannung gibt, dann werden wir euch da auf jeden Fall im Zuge der Livestreams auf dem Laufenden halten. Ansonsten, wie gesagt, an den Support schreiben im Rahmen des Interesses von Workshops und Webinaren. Und in dem Sinne, Horido, fette Beute, auf bald. Markus, danke für deinen kurzen Einwurf. Schönes Trading noch an alle. Viel Erfolg. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Ich sag ciao und bin raus aus dem Äther. Servus.